Haha, hört man mich? Ja. Also wir machen jetzt eine Vorstellungsrunde. Nora hat jetzt an alle, die heute Orga-mäßig was machen oder coachen oder was vorstellen, diese, wie heißen die Dinger? Wolken, okay, diese Wolken verteilt. Genau. Jetzt lebe ich quasi in der Cloud. Und jetzt stellen wir uns halt alle vor, was wir so machen, wie wir sind. Also ich bin Jan Hemme, einer der Assistenten von Bernd, zusammen mit Nora. Und was mache ich dieses Wochenende hier? Ja, also erst habe ich das organisiert, dann sollte ich auch da sein. Und ansonsten unterstütze ich Nora bei der Moderation. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr zu mir kommen und unterstütze jeden, wo es geht. Das kann ich gut, weil ich das halt kann. Das habe ich beruflich gelernt, sowas zu machen. Bei den Piraten mache ich sowas sowieso, also viel Orga, also ich gerade hier in Berlin. Und ich hoffe, dass ich euch da unterstützen kann. Ich war mal Kandidat, das bin ich nicht mehr jetzt. Also habe ich halt Vollzeit dafür, das zu machen. Und bei der Arbeit mit der Gruppe ist mir wichtig, dass wir das alles auf Augenhöhe machen und dass wir vor allen Dingen einander zuhören. Das ist wichtig, weil nur frontal bringt nicht alle weiter. Was ich sonst noch sagen will, ist, ich hoffe, dass möglichst viele heute Abend dabei sind bei dem gemeinsamen Essen, damit wir uns dann noch besser kennenlernen können. Weil da, glaube ich, lernt man sich richtig kennen. Heute ist mehr so Arbeitsformat, heute Abend ist dann richtiges Kennenlernformat. Jetzt ist schon, ich dachte, ich bin um 15 Uhr dran. Achso, ich stelle mich vor, was ich mache nachher, okay. Also, manche kennen mich ja schon persönlich, Anita Möllering, Bundespressesprecherin. Genau, was mache ich hier? Ich freue mich halt, um euch erstmal alle persönlich kennenzulernen, dass man halt wirklich einen Eindruck kriegt, mit wem habe ich es einfach im Wahlkampf irgendwie als kandidatenmäßig zu tun. Genau, ich habe hier einen Slot um 14.30 Uhr, wie ich sehe. Da will ich auch einfach mal kurz erklären, wie die Bundespresse, dass ihr einfach wisst, wie es bei uns läuft, wie wir aufgebaut sind, wer was macht, wie es grundlegend funktioniert, dass ihr einfach wisst, wohin wendet ihr euch, einfach, dass keine Missverständnisse entstehen. Dann wollte ich euch einfach ein bisschen erzählen, was ich euch bieten kann und dann ganz wichtig, was ich von euch brauche. Ja. Ich will nichts mehr sagen, was ich noch sagen will. Okay, ich bin Philipp Riem, ich bin aus Hamburg. Ich werde morgen zusammen mit Robert, den ihr dann kennenlernen werdet, der kann leider erst heute Abend anreisen, werden wir mit euch einen Workshop machen zum Thema Piratorik und Selbstbild-Fremdbild-Abgleich bezüglich Medienarbeit, wo ihr euch in welchen Medien seht, welche Rolle ihr da zum Beispiel einnehmen wollt. Und das kann ich gut, weil ich ausgebildeter Coach bin und Trainer. In meinem Hauptjob bin ich Professor an der Medienhochschule, habe auch so einen medialen Hintergrund, habe früher bei der RTL-Gruppe gearbeitet. Und bei der Arbeit mit der Gruppe ist mir wichtig, dass ich idealerweise gar nicht stattfinde, sondern als Coach irgendwie, dass ich quasi völlig neutral und weitestgehend unsichtbar bin und keine eigene Meinung mit reinbringe, sondern eure Meinung abhole. Und ansonsten habe ich erstmal nichts zu sagen. Morgen gibt es mehr von mir. Vielen Dank. Gut, dann. Du winkst immer so nach dem Mikro, wenn du unbedingt willst. So, das Praktische ist jetzt, dadurch, dass sich jetzt alle Akteure vorgestellt haben, haben wir gleichzeitig die Tagesordnung vorgestellt. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, sagt einfach Bescheid. Ihr seht es ja hier, wenn es Essen gibt und so, wann Ende ist. Ich bin Nora. Ich mache dieses Wochenende hier euren roten Faden durch die Veranstaltung. Und das kann ich gut, weil ich das sehr gerne und sehr oft tue. Nicht nur hier bei den Piraten, sondern auch bei vielen anderen Organisationen. Und ja, die anderen haben die Fragen hier alle nicht beantwortet. Mir ist bei der Arbeit heute mit der Gruppe wichtig, dass ihr alle das erreicht, was ihr euch vorgenommen habt, gemeinsam, dass ihr euch gemeinsam konzentriert, dass ihr euch kennenlernt und dass ihr eben für euch feststellt und euren Kreis abgrenzen könnt, was mache ich im Wahlkampf in der Zukunft, wer sind die anderen Menschen, die mit mir aktiv sind, das ist mir wichtig. So, dann kommen wir zur Kandidatenvorstellung. Dieses Mal etwas anders, als ihr das kennt in der letzten Zeit. Das ist quasi euer Vorstellungsplakat. Wir möchten gerne von euch wissen, wer ihr seid, gegebenenfalls euer Nick, falls ihr irgendwie einen habt, der berühmter ist als euer Name, das ist ja bei vielen so, dann woher ihr so kommt.
Und dann wäre es doch schön, wenn ihr noch einmal so einen Satz zu euch und den Piraten sagen könnt, entweder zur Vergangenheit, zum Jetzt-Zeitpunkt oder zur Zukunft, wie ihr euch verortet, was euch wichtig ist, jetzt gerade in diesem Moment. Alles kurz und knackig. Später kommt noch jemand mal von der FAZ vorbei, die machen halt so eine kleine Serie zu allen Parteien, Hintergründe, Wahlkampf, ist was Undramatisches, ist einfach so wirklich was Nettes, einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ich treffe, also voraussichtlich kommt der um 16 Uhr halt dann mal rein, guckt ein bisschen, er zitiert nichts direkt oder so, das geht wirklich halt einfach hauptsächlich für, genau, morgen kommt noch ein Fotograf dazu, letztendlich erscheint dann halt ein größeres Bild und halt ein bisschen was aus dem Wahlkampf. Also das war halt eigentlich ganz nett. Wir machen es jetzt halt, er meinte, normalerweise machen es eigentlich, nehmen sie halt nur die großen Parteien irgendwie, aber die Piraten sind ihm wichtig und er würde uns gerne da einfach mit aufnehmen. Gut, dann starten wir mit der schnellen Runde. Ja, ich bin Jens Wolfer Schicke-Uffmann, at Reflow, eigentlich bekannt als Protokollant. Ich komme aus Niedersachsen, Braunschweig. Ja, ich und die Piraten... Oh, okay. Oh. Top. Oh, es gibt einen Stream. Okay, dann nochmal. Jens Wolfer Schicke-Uffmann, at Reflow, ursprünglich Protokollant, komme aus Niedersachsen, Braunschweig, bin da auch im Stadtrat, Fraktionsvorsitzender. Ja, ich und die Piraten, also ich bin der Mensch, der alles Mögliche mit Computern versucht zu tun und alles, was ich nicht mit Computern machen kann, auf Computer abschiebe, sobald es möglich ist. Da bin ich auch so ein bisschen in die Piraten reingerutscht, weil die machen auch das mit den Computern und das ist einfach sehr nah an dem, was mich persönlich auch interessiert in der Politik. Ja, Vergangenheit, Zukunft, jetzt, ja, eigentlich ist damit vieles gesagt. Die Themen ergeben sich dann später, dann machen wir noch eine Präsi zu. Hallo, ich bin Petra Wille, ich bin keine Kandidatin, ich bin beauftragt in Berlin fürs Kandidatenmanagement, deswegen bin ich hier. Hinstellen tue ich mich mal, also ich bin Susanne Wiest. Okay, dann bewege ich mich mal. Ja, ich bin Susanne Wiest, wohne in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern. Wie ich meine Connection zu den Piraten ist, ich bin in alle Parteien eingetreten. Piraten sind die einzigen, die Doppelmitgliedschaft zulassen. Ich halte das Parteiensystem eigentlich für stark reformbedürftig und fühle mich hier am richtigen Ort, das zu tun. Mein Kernthema ist das bedingungslose Grundeinkommen. Da arbeite ich schon sehr lange und habe die erste große Online-Petition an den Deutschen Bundestag losgetreten. Ja. Ich bin Anke Domscheit-Berg aus dem Norden von Brandenburg, Nickname Anke D. auf Twitter. Ich bin dort Listenkandidatin auf Platz 2, habe mit dem Thema Open Government und Transparenz der Verwaltung schon seit vielen Jahren zu tun, also ungefähr seit 2007 etwas intensiver. Und ja, habe mich vor 2 Jahren inzwischen selbstständig gemacht und da auch mit einem, zumindest einem meiner 2 Schwerpunkte ist auch Open Government und versuche da auch eine Art von Lobbyismus zu machen und Politik und Verwaltung quasi auf gutem Wege dazu zu bewegen, transparenter, offener und partizipativer zu werden. Und weil das alleine nicht ausreicht, glaube ich, dass so ein bisschen Push von Seiten der Piraten da auch nicht schaden kann und dass wir vielleicht die Parlamente von innen aufrollen. Das habe ich vor, das ist sozusagen Zukunft. Hallo, ich bin Jan-Niklas Fingerle, ich bin aus dem Saarland, bin da Platz 1 der Liste, bin zurzeit Landesvorsitzender und einer von denen im Saarland, der gerufen wird, wenn es irgendwo gerade wieder brennt. Wir sind insgesamt nicht so viele, von daher, ja, Vergangenheit, jetzt Zukunft. Ich bin schon länger bei den Piraten, 2009, bin es jetzt und hoffentlich auch in der Zukunft und hoffe, dass wir gemeinsam viel Erfolg haben und sehe das halt über alle Politikbereiche, die alle sehr wichtig sind und versuche überall irgendwo meine Finger drin zu haben. Ja, guten Morgen, ich bin Volker Berghaut, bin auf Platz 1 von der hessischen Landesliste zur Bundestagswahl, komme aus Kassel,
bin da im Ortsbeirat von meinem Stadtteil drin und in der Regionalversammlung von Nordhessen. Das ist so ja, auf Regierungspräsidiumsebene den Bereich, wo es um Flächen- und Regionalplanung geht. Ich bin 2008 zur Piratenpartei gekommen, bin auch insbesondere an den Kernthemen interessiert, wo es um Wahrung der Grundrechte geht, um Umgang mit Informationen und Wissen und den Chancen, die sich daraus ergeben. Und habe darüber hinaus ein Aufbaustudium im Bereich erneuerbare Energien gemacht, arbeite jetzt im Moment im Bereich Windenergieforschung und wird auch den Bereich Erneuerung des EEGs, Diskussionen um Energie, Fracking ist ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, das würde ich so in meinem Kernbereich sehen. Ja, hi, ich bin Markus Drenger, ich komme aus Darmstadt und bin Kandidat in Hessen. Ich habe meine Schwerpunkte im Bereich Netzpolitik und Transparenz und bin seit 2009 bei den Piraten aktiv und freue mich auf ein schönes Wochenende mit euch. Hallo, ich bin Lena, ich bin Listenplatz 3 in Berlin, ursprünglich komme ich aus Hessen, online heiße ich Arte Povera. Ich bin seit 2009 bei den Piraten, das ist mein zweiter Bundestagswahlkampf mit uns, aber mein erster als Kandidatin. Im ersten war ich Pressesprecherin. Ich habe in den vergangenen Jahren bei den Piraten viel in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und viel programmatisch und habe Teile des Parteiprogramms Bund und Land so in den Bereichen Geschlechter- und Familienpolitik, Bildung und mehr Demokratie geschrieben. Darin sehe ich auch meine Stärken. Ich bin der Herbert Rusche aus Hessen, dort auf dem Platz 2 und ich bin, glaube ich, sowas wie die Alterspräsidentin hier. Nein? Okay. 52. Okay. Und ich bin auch beim zweiten Wahlkampf für den Bundestag dabei, schon beim Piraten. Und damals mehr beim Plakatekleben, jetzt als Kandidat. Und ich mache schon etwas länger als circa 40 Jahre Politik. Meistens Emanzipationspolitik. Da geht es mir immer um Teilhabe derer, die nicht so teilhaben sollen und von oben etwas gedrückt werden. Und habe da immer so Minderheitenpolitik nannte man das früher, heute nennt man das Inklusion und denke, dass ich da bei den Piraten gut aufgehoben bin und bemerke auch, dass das auf breiter Fläche abgedeckt wird und dass ich da gut dabei bin und freue mich, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, hallo, mein Name ist Oliver Sippel, ich komme von der Insel Sylt, manche kennen mich auch als Elmo, Elmo Sylt Nickname. Ich arbeite da auf Sylt als DJ, bin in Schleswig-Holstein Listenplatz 3 Kandidat. Was mir im Moment sehr am Herzen liegt, ist einmal für meine Heimatinsel den fahrscheinlosen Nahverkehr zu etablieren als Testfeld und die Wohnraumsituation da ein bisschen zu verbessern. Und außerdem ist mir Bürgerbeteiligung und Basisdemokratie sehr wichtig. Ja, moin, Heiko Schulze, Listenplatz 1 Schleswig-Holstein. Seit 2009 bei den Piraten und seit 2 Jahren im Landesvorstand als Gensek. Die Wahlperiode endet im Juni, insofern danach ist Vollzeit für den Wahlkampf. Schwerpunkt bei mir ist auch etwas berufsbedingt. Vom Beruf bin ich Fachreferent für städtebauliche Denkmalpflege. Insofern liegt es nahe als Schwerpunkt Städtebau, Wohnen, Bauen, Infrastruktur, Verkehr als Schwerpunkt zu haben. Derzeit sitzen wir in Schleswig-Holstein bis über beide Ohren im Kommunalwahlkampf. Wir haben in 6 Wochen Kommunalwahlen. Plakatieren geht gerade los. Ja, und ich freue mich, hier zu sein und euch kennenzulernen. Ja, Matthias Schrade, Kungler. Ich bin hier, weil hier gekungelt wird. Und ansonsten will ich zu mir gar nichts sagen, weil ich hier kein Kandidat bin. Sieht man ihn auch mal.
Sebastian Nerz, Nickname Tiersales. Ich komme aus Baden-Württemberg ursprünglich, bin aktuell stellvertretender Bundesvorsitzender in der Piratenpartei. Seit 2009 auch mein zweiter Bundestagswahlkampf. Damals Plakate kleben, so ein bisschen regionale Orga, heute ein bisschen überregionale Orga. Mal gucken, ob es klappt. Was ist mein Schwerpunkt in der Politik? Ich bin in die Piratenpartei eingetreten, weil damals die Politik etwas zerstörte und überhaupt nicht begriffen hat, was sie eigentlich anrichten. Zensursolar, Zugangserschwerungsgesetz, Vorratsdatenspeicherung. Sie haben elementare Freiheitsrechte zerstört, nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie keine Ahnung hatten, was sie machen. Und ich glaube, dass das bis heute nicht besser geworden ist, solange bis sich das ändert. Ich glaube, so lange brauchen wir die Piratenpartei und deshalb bin ich dabei. Ja, Sebastian Seeger aus Hamburg, da Listenplatzkandidat 1. Zu den Piraten gekommen bin ich eigentlich aus politischer Unzufriedenheit. Ich wollte irgendwann nicht mehr tatenlos zusehen. Hab da mitgemacht, mache ich bis heute. Schwerpunkte sind Bürger- und Volksbegehren hauptsächlich. Habe ich in Hamburg auch schon ein paar durchgezogen, auch gewonnen. Ja, ansonsten auch sozialer Wohnungsbau ist auch ein großes Thema, gerade weil es in Hamburg halt sehr präsent ist. Und ja, freue mich auch, euch alle kennenzulernen. Falls Fragen sind, sprecht mich an. Viel Spaß. Hallo, ich bin Miriam Seifert. Im Internet heiße ich nur Zoom. Ich bin seit 2010 bei den Piraten. Ich bin immer noch bei den Piraten und ich habe nicht vor, in die AfD einzutreten. Ich bin 2010 eingetreten, weil ich Liquid Feedback extrem cool fand und weil ich die Ideen der Piraten cool fand und den Eindruck hatte, die könnten dringend ein paar mehr Frauen gebrauchen. Ich habe bei den Piraten sehr viel Versammlungsleitung gemacht und meine Schwerpunkte sind Geschlechter- und Familienpolitik, mehr Demokratie und Integration. Ah ja, ich bin Platz 2 in Berlin. Hallo, Sebastian Hamel. Ich bin aus Sachsen, Altstadtpirat. Ich habe was ganz Großes gemeinsam mit Bernd. Wir haben nämlich denselben Chef. Allerdings darf er auf dem Olymp sitzen und ich in der Schlammzone. Offizier, Dienstgrad Hauptmann. Ich war auf dem Balkan. Ich bin Afghanistan-Veteran. Daher auch mein Schwerpunkt, die Verteidigungs-, Sicherheits-, Außen- und Entwicklungspolitik. Für manche, also ich trete für Frieden ein, für manche bin ich ein Extremist und ich würde mich freuen, wenn ich euch auch für dieses Spartenthema ein bisschen begeistern kann. Danke. Ja, hallo, ich bin Awailo Kaili, ich bin aus Dresden und ich bin hier, weil ich den Altstadtpirat im Wahlkampf unterstütze. Gut. Ja, hallo, mein Name ist Vincent Henhardt, ich komme aus Neustadt an der Weinstraße, bin also Kandidat in Rheinland-Pfalz, altersmäßig wohl der Gegenpol zu Herbert, Jahrgang 93. Auch mein zweiter Bundestagswahlkampf, bin 2009 zu den Piraten gekommen und da liegen auch meine Kernthemen, also mein Thema liegt bei den Kernthemen noch, Mitbestimmung und Transparenz liegt mir am Herzen. Hallo, mein Name ist Claudia Frick, Listenplatz 2, direkt hinter Vincent in Rheinland-Pfalz. Die Piraten und ich, ja, wir kommen ganz gut miteinander aus, das kann ja auch nicht jeder behaupten. Meine Schwerpunkte lagen bisher hauptsächlich im kommunalen Bereich, also Kommunalpolitik und auf Bundesebene oder Landesebene hauptsächlich bei Umwelt und Soziales. Ja, ich bin der Bruno Kramm, komme aus Bayern, bin dort Listenplatz 1, bin auch politischer Geschäftsführer, was es heute für mich ein bisschen schwierig macht, weil wir ja gleichzeitig Landesparteitag haben. Das heißt, eigentlich ist es mein Job, mich darum zu kümmern, aber ich bin dann trotzdem gern hierher gekommen, mit meinen Jungs hier zu schwänzen aus Bayern. Zu mir ein bisschen, zu meiner Geschichte, Vergangenheit. Ich war sehr früh schon politisch aktiv bei den Grünen. Ich bin Jahrgang 67. Das war Anfang der 80er, als die ganzen Friedensdemonstrationen, Abrüstung,
Emanzipation, all diese Dinge stattfanden und war dann auch noch relativ lang aktiv, so bezogen auf Tierschutz, hat aber überhaupt nichts mit meiner eigentlichen Profession zu tun. Ich lebe nämlich seit 25 Jahren als Musiker und Musikproduzent. Nur würde da, beziehungsweise meiner Branche sagt jeder, das ist ein unglaublicher Widerspruch. Wie kannst du bei der Piratenpartei sein? Nein, ganz im Gegenteil. Erst durch das Internet, durch die Digitalisierung, durch das Globale ist es mir möglich geworden, auch mit meiner Nischenmusik, mit der ich übrigens auch heute, deswegen muss ich leider bald abhauen, nach Malmö fliege, weil ich ein Konzert habe, mit meiner Nischenmusik zu überleben und zwar international auch zu spielen. Das liegt am Internet. Insofern ist für mich dieser digitale Wandel die Möglichkeit, Dinge zu teilen, eigentlich der wesentliche Aspekt. Und so ist auch mein eigentliches Thema im Wahlkampf die Teilhabe auf allen Ebenen und zwar nicht nur die digitale Teilhabe. Ich finde, das ist ein bisschen wenig. Nämlich das Wunderbare ist, unsere Sozialisation, die, wir sagen immer so gern, die im Netz stattgefunden hat, im Falle von mir mit Musik natürlich ganz intensiv, die bezieht sich natürlich auf alle Bereiche der Gesellschaft. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir noch viel revolutionärer denken dürfen. Unsere Idee von Teilhabe, dass die sich in sämtliche gesellschaftliche Bereiche ausdehnt und natürlich beinhaltet die politische Partizipation, die jeder haben möchte, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen. Da haben wir in der Sozialpolitik durchaus wichtige und tolle Ansätze. Mein Slogan für mich persönlich ist deswegen, teilen ist das neue Haben und das möchte ich gerne auch so im Wahlkampf rüberbringen. So viel zur Jetzt-Situation, zur Zukunft. Natürlich werde ich auch, egal was bei der Wahl rauskommt, aktiv in der Piratenpartei dabei sein, weil ich eben die Möglichkeiten, die gerade im Netz drinstecken, für alle, für die gesamte Gesellschaft in Form von Teilhabe einfach weiterentwickelt werden muss, dass anstatt dass reine Konsumisierung und kommerzielle Aspekte dieser Vernetzung, wie jetzt eben im Sinne dieser Netzneutralität, wo wir sehen, eben auch in andere Bereiche, dass wir da eben ein Gegenmodell liefern, eben das Modell der Teilhabe. So viel dazu. Ich freue mich hier riesig auf diese große Runde, vor allem auf diese Vielheit verschiedenster Menschen, aller Altersgruppen. Also ich glaube, das kann nur großartig werden. Danke. Ja, Veit Göritz, Jahrgang 85, komme aus Eberswalde, liegt in Brandenburg. Zu den Piraten bin ich gekommen, nachdem sich das Vorurteil, es handelt sich dabei um die karibische Variante der Biertrinkerpartei, irgendwie aus dem Weg geräumt hat, gekommen. Hauptsächlich wegen den Kernthemen, namentlich Netzpolitik, da hat die Zensursola-Debatte den entscheidenden Anstoß gegeben. Ansonsten interessiere ich mich aber sehr für Umwelt- und Energiepolitik als ehemaliger Grünen-Sympathisant. Aktuell beschäftige ich mich leider ein bisschen viel mit Formal- und Orga-Kram. Ich hoffe, das wird sich jetzt schnellstmöglich auch wieder ein bisschen legen. Ist ein bisschen der Situation in Brandenburg geschuldet, aber ansonsten geht es weiter mit den Piraten und hoffentlich wieder bergauf und besser. Ja. Moin Moin, Sven Krolas, Bavü, Listenplatz 2 aus Karlsruhe. Bin seit 2009 wie viele hier bei den Piraten. Der Grund bei mir damals war, ich wusste zur Europawahl nicht, was ich wählen sollte. Die Geschichte habe ich auch schon 100-mal erzählt. Und für mich war ein Ausschlusskriterium einfach, ich will keine Partei, die Bürger- und Freiheitsrechte eingeschränkt hat in der Vergangenheit. Und da waren ganz schnell alle anderen weg. Es gab die Piraten, wunderbar, jetzt bin ich hier. Also ich bin konsequent gleich Mitglied geworden. Ja, ansonsten das zweite Thema, für das ich mich sehr interessiere, ist vor allem Atomenergie, Atomkraft. Es kommt einfach daher, mein Heimatort, kleiner Ort, Dettenheim, kennt niemand. Liegt aber genau zwischen dem Atomkraftwerk Philipsburg und der ehemaligen Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe. Die zwei Orte kennt man jetzt wiederum. Daher ist es ein heißes Thema. Ja, das sind die Sachen, weshalb ich bei den Piraten bin. Und ja, zur Zukunft, ich meine, ist klar, was ich gerade gesagt habe, da will ich was ändern. Ja, hallo, ich bin Gerald aus Thüringen, bin da der Listenplatzkandidat 1. Ja, mir geht es wie meinem Vorredner. Ich habe auch die Piraten schon lange verfolgt, habe mir gedacht, tolle Ideen, wird nie was. Und habe dann nach der Europawahl 2009 gemerkt, könnte doch was werden, bin eingetreten, war eine Zeit lang politischer Geschäftsführer im Kreisverband Jena. Letztes Jahr war ich Vorsitzender in Thüringen. Und mich motivieren zwei Themen vor allem, aber die sind miteinander verknüpft und das liegt an meinem Hintergrund.
Ich bin Informatiker, wenig überraschend bei uns. Mein Schwerpunkt ist aber künstliche Intelligenz und ich habe 8 Jahre lang im Raumfahrtbereich gearbeitet, zuletzt als Projektleiter für Satellitenkameras. Und ich sehe eine sehr weitgehende Automatisierung, die gerade passiert, die auch weitergehen wird. Und zwar zum einen Automatisierung von Auswertemethoden, Data Mining und Überwachungsmöglichkeiten, was zu der eben schon angesprochenen Erosion der Bürgerrechte führt. Das zu verhindern, ist einer der Hauptgründe, warum ich bei den Piraten eingetreten bin. Das andere, was ich voraussehe, ist, dass die gesamte Wirtschaft auch einem Automatisierungsdruck unterliegt, der gigantische Folgen haben wird. Das sehen die meisten noch gar nicht, was da alles auf uns zukommt. Das wird genauso Folgen haben und da sind wir bisher mit dem BGE die Einzigen, die ein vernünftiges Konzept und eine vernünftige Antwort darauf haben. In dem Sinne, ich hoffe mir, dass wir dazu beitragen, eine Transformation der Gesellschaft vorzubereiten. Danke. Ich bleib mal hier. Hi, ich bin Alexander Bock aus München oder kurz Alex. Auf Twitter bin ich Bpawn zum Beispiel. Ich bin in Bayern auf Listenplatz 2. Bei den Piraten bin ich seit 2006 und dementsprechend interessiere ich mich am meisten auch für die Belange der Informationsgesellschaft, so ähnlich wie Sebastian beschrieben hat. Die machen uns das kaputt, ohne sie zu verstehen. Aber weil das nicht das Einzige, also ich bin nicht der Einzige, der das macht, deswegen ist es gut, ein zweites Thema zu haben. Und bei mir bietet es sich an, ich habe eine Schwäche für Europapolitik, weil ich noch einen anderen europäischen Pass habe und dementsprechend auch ein bisschen Leidenschaft dafür habe, dass wir in Europa zusammenleben und zusammenarbeiten können. Und vielleicht ist das auch meine Zukunft. Und so viel zu mir. Ja, ich bin Andi Popp, auch aus Bayern, Listenplatz 3 in dem Fall. Ich bin seit 2007 bei den Piraten. Ich bin eingetreten, weil ich Downloaden und Killerspiele spielen wollte. Das mit den Killerspielen geht schon ganz gut. Dementsprechend sind meine Themen auch hier in Netzpolitik, Bürgerrechte vor allem angesiedelt. Also ich war auch noch damals im AK Vorratsdatenspeicherung aktiv. Für mich ist das eben auch entsprechend der zweite Bundestagswahlkampf jetzt als Kandidat. Das ist das Jetzt und zur Zukunft. Also die Piraten sind die einzige Partei, die ordentliche Netzpolitik machen kann. Die anderen zeigen gerade, dass sie es nicht können. Ja? Sie haben die Enquete-Kommission jetzt abgeschlossen, klopfen sich auf die Schulter. Währenddessen schafft die Telekom gerade die Netzneutralität ab. Ja? Das hat also super geklappt mit der Enquete. Vielen Dank dafür nochmal. Deswegen braucht es in der nächsten Bundestag Piraten und deswegen sind wir hier. Danke. Gut, dann stelle ich mich auch nochmal vor. Hallo, ich bin Salomon. Ich habe eine Pollenallergie. Ja, ich arbeite in der Projektgruppe Bundestagswahl und bin halt dementsprechend so ein organisatorischer Mensch. Also ich habe kein Steckenpferd oder so, sondern wenn es irgendwas gibt, was ich mache, dann ist es administrative Dinge und Nachher will ich auch noch mal kurz gucken, ob wir für Berlin noch eine Wahlkampfzentrale kriegen oder nicht. Da gibt es dann eine Besichtigung. Das heißt, ich werde auch nicht die ganze Zeit hier sein. Ich schaue mir das ja einfach an und wenn ich irgendwas habe, was für euch wichtig sein könnte, dann melde ich mich was und trage das bei. Ansonsten bin ich stiller Zuhörer. Danke. So, dann vielen Dank an alle. Ein paar von euch haben jetzt ihre Präsentation schon abgegeben. Ja, den Uwe machen wir gleich. Oder? Ja, ich sag jetzt gerade noch was an und dann kannst du noch. So, wenn ja jemand eine Präsentation hat für die Vorstellung des Wahlkampfkonzeptes, dann bitte jetzt abgeben und der Uwe stellt sich jetzt noch vor. Uwe Bastian ist mein Name. Ich bin Mitglied der Piratenpartei bei euch seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres, glaube ich. Ich bin da mal zu Gesprächen gewesen in Greifswald, also ich bin hier in Berlin lange gewesen, 20 Jahre habe ich in Berlin Prenzlauer Berg gewohnt und wohne jetzt in Lausanne, das ist bei Wolgast, also Landesverband Mecklenburg-Vorpommern und habe mal nachgesehen, was treiben die Piraten so auf dem Sofa in Greifswald und das hat mich angesprochen, nicht wahr? Und ich habe im Grundsatzprogramm gelesen, dass ich da in allen Punkten im Prinzip übereinstimme. Also vor allen Dingen Ablehnung
der Kernspaltung vertreten der erneuerbaren Energien, was eigentlich so mein Hauptanliegen und Hauptthema ist, schon seit fast 30 Jahren ich mich da engagiere. Ich bin von Beruf auch Ingenieur, habe im Osten Maschinenbau studiert im Bezirk Leipzig und habe mich dann hier in Ostberlin für Umweltinteressen und für Bürgerrechte eingesetzt, also unter Bedingung der SED-Diktatur, habe also der Erfahrung, wie man da vorgehen kann unter extremen Bedingungen auch, könnte da etwas beitragen. Und ich denke, dass ich vor allen Dingen in diesem dünn besiedelten Raum da oben an der Küste, Mecklenburg und Vorpommern, diese Intentionen, erneuerbare Energien, also die Energiewende ist mir jetzt in den Rücken gefallen, im positiven Sinne, etwas bringen können kann, sozial und wirtschaftlich für dieses darbende und rückständige Land. Und dafür will ich mich engagieren und würde sogar, also wenn es irgendwie machbar ist, hier in Richtung Berlin mich zurückbewegen. Ich danke euch. Ich muss als erster los, ja. Ich habe eigentlich auch eine relativ umfangreiche Präsentation dabei. Die habe ich jetzt aber leider gerade nur auf Totholz. Und noch dazu, wie vielleicht einige, die mich schon kennen, ich den Hang dazu habe, die Zeit auch sehr immer über zu strapazieren, möchte ich jetzt natürlich jetzt nicht diese 50 Seiten Präsentation zu meinem Wahlkampfkonzept vorführen, wen es wirklich interessiert, was ich so konzeptionell im Wahlkampf machen möchte, dem kann ich die gerne zukommen lassen. Da sind ganz, ganz viele Dinge eingeflossen, die jetzt auch schon entwickelt wurden in der letzten Zeit von der Nina Galla, die eben zusammen mit einem Team von mehreren Leuten so eine Social Network-Kampagne entwickelt hat, was ich glaube ein ganz, ganz wesentlich wichtiger Aspekt ist. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich eigentlich jetzt hier vorstellen soll. Soll ich jetzt quasi hier vorstellen, was meine individuellen Schwerpunkte in meinem Wahlkampf sind, oder soll ich die Kampagne von Bayern vorstellen? Hallo? Gut. Okay, gut. Ja, natürlich. Und dann im Prinzip, dass euer Wahlkampfkonzept auf Bayern und wenn du Spitzenkandidat bist, wie du. Ja, also was natürlich für uns in Bayern besonders, Alex wird dann nachher auch komplett den bayerischen Wahlkampf vorstellen. Wir haben nämlich, um das ganz kurz abzureißen, ein spezifisches Problem, dass quasi eine Woche vor dem Bundestagswahlkampf, vor der Bundestagswahl bei uns Landtagswahlkampf ist. Das heißt natürlich, dass wir momentan in erster Linie beschäftigt sind mit dem Landtagswahlkampf, was natürlich für die Bundestagskandidaten momentan so ein gewisses Gefühl von Vakuum ergibt, weil irgendwie alle diskutieren momentan über Kampagne, die werden bei uns in Bayern vor allem im Bezirk gemacht. Bayern ist in Bezirke aufgeteilt und dort wird die jeweilige Kampagne entworfen. Alex wird dazu mehr erzählen. Da sind wir jetzt aber als Bundestagskandidaten, ich würde mal sagen, so ein bisschen schmückendes Beiwerk und können dazu natürlich auch zu den sehr spezifischen bayerischen Themen, weil Bayern hat natürlich schon traditionell und historisch einen sehr, sehr eigenen Wahlkampf, können wir natürlich nicht so viel als Bundestagskandidaten zu beitragen. Insofern zu der Kampagne, die wir spezifisch in Bayern fahren, wird nachher der Alex ein bisschen was erzählen noch dazu, weil ich auch gerade selber ein bisschen, ja kommt doch einfach rein, setzt euch. Martin, mein Platz ist gerade frei. Dazu wird euch dann, wie gesagt, nachher Alex und Andi ein bisschen mehr erzählen zur Kampagne in Bayern. Ich selber möchte das jetzt auch nicht tun, weil ich muss mich auch relativ beeilen. Ich muss einen Flieger kriegen. Ich hatte es vorher schon gesagt, ich habe heute ein Konzert in Malmö, bin dann morgen früh wieder rechtzeitig da, komme dann zurückgeflogen. Zu meinem eigenen Konzept, was ich fahren werde, es ergibt sich natürlich ein Stückchen weit aus meiner Profession als Musikproduzent, als Kulturschaffender, also einer, die
angeblich, zumindest so wie es unsere Kulturindustrie behauptet, besonders betroffen ist in einer negativen Sicht von diesem digitalen Wandel. Da bin ich einer davon und ganz im Gegenteil, seitdem das Internet da ist, laufen die Geschäfte besser denn je, vor allem für Nischenkünstler. Solange sie begriffen haben, diesen digitalen Wandel für sich auch einzusetzen. Das ist einer der wesentlichen Aspekte. Deswegen habe ich relativ früh angefangen, mich eben auch mit Institutionen zu vernetzen, die uns erstmal ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, mehr als kritisch gegenüberstehen. Zum Beispiel Deutscher Kulturrat, Deutscher Musikrat, all diese Institutionen, unter deren Dach letztendlich ganz, ganz viele Verbände sind, wie Börsenverein des Buchhandels, Bundesverband der Musikindustrie. Also all diese Verbände, die immer sagen, die Piraten wollen nur Gratiskultur, die wollen alles klauen. Da arbeite ich gerade daran, über viel Kommunikation, viel Fingerspitzengefühl, lange, lange Diskussionen zu erklären, worauf es uns ankommt und welche Chance der individuelle Künstler, Kulturschaffende, Kreative von diesem digitalen Wandel wirklich hat. Wir sehen ja faszinierenderweise dieser Wandel, der ist jetzt angekommen im Filmbereich. Der hat auch immer was damit zu tun, wie groß der Datendurchsatz im Netz ist. Gut, wird jetzt weniger, bald gibt es Filmchen dann wieder in 100 mal 100 Pixel. Aber momentan ist die Chance natürlich für die Kulturindustrie nach wie vor groß und der Wandel ist natürlich auch groß. Die Musikindustrie hat es vor einer Weile erwischt. Die hat auch mittlerweile mit entsprechenden Angeboten nachgearbeitet, als dass es besser und besser läuft. In der Filmindustrie ist das Ganze noch nicht so weit, aber wir alle wissen, diese Debatte, die immer geführt wird, so stellvertretend als Scheindebatte, diese Urheberrechtsdebatte, die wird noch viel, viel lauter werden ab dem Moment, wenn 3D-Drucker wirklich handelsüblich werden. Dem gegenüber aber zu stellen, dass gerade kreative Menschen unglaubliche Möglichkeiten haben dadurch, sich selbst zu vermarkten, selber individuelle Konzepte auf den Markt zu bringen und auch neue Arten eben ja, sein Einkommen zu generieren durch seine Kreativität, Menschen generell kreativer werden. Das ist einer der wesentlichen Aspekte, die ich in meinem Wahlkampf einen ganz großen Raum einräume, die Teilhabe. Teilhabe ist ein wesentlicher Begriff, den ich immer nutzen werde, der einmal was damit zu tun hat mit diesem digitalen Wandel für Kreativberufe, für die Kulturindustrie, für die Medienpolitik, aber natürlich dann auch ganz genauso in unseren Kernthemen wie in der Bürgerbeteiligung. Wir wollen den Bürgern neue Möglichkeiten der Partizipation geben, wir wollen ihnen Möglichkeiten geben, sei es im Governmental-Bereich, also Open Government, aber auch ganz genauso in den Bereichen wie Bildungspolitik. Da ist es bei uns in Deutschland auch dankenswerterweise eine Wunde nach der anderen, wo wir unsere Finger reinlegen können, wenn wir uns anschauen, wie schlecht wir da in Deutschland aufgestellt sind. Es gibt noch nicht einmal Machbarkeitsstudien zu wesentlichen Aspekten des digitalen Wandels im Bildungsbereich, sei es Open Educational Resources, aber auch eben Open Courseware Consortium und Ähnliches. Ich glaube, das ist ein allumfassender Bereich, den man immer wieder definieren kann über den Begriff, wir wollen als Piraten Teilhabe. Und Teilhabe zu guter Letzt dann in dem Thema natürlich Teilhabe für die Zukunft. Wie verdiene ich mein Geld? Wie kann ich in der Gesellschaft überleben? Da ist natürlich das BGA das ganz große Konzept. Um jetzt alles ein bisschen abzukürzen, weil wie gesagt, ich will euch nicht langweilen. Ich habe für mich persönlich eben diesen Slogan entwickelt. Nicht jetzt sehen als eine fertige Kampagne, weil dazu haben wir eigene Leute. Aber mein Slogan ist eben jener, teilen ist das neue Haben. So viel dazu. Ich danke euch. So, Bayern, wollen wir mit Baden-Württemberg direkt weitermachen? Dürfte ich daran anschließen, noch drei Sätze sagen? Ich habe auch E-Mails schon geschickt, wir sind aus Hessen. Und ich finde es wesentlich wichtig, dass wir alle, wenn wir können und in der Nachbarschaft von Bayern sind, den Bayern helfen. Eine Woche vorher in den Landtag zu kommen, das wäre auf jeden Fall ein Schub, sowohl für die Landtagswahl als auch für die Bundestagswahl. Ganz dringend, sehr schnell jetzt. Das wird Alex auch nochmal sagen, Unterschriften sammeln. Landtagswahlkampf, wir brauchen Unterstützerunterschriften und wir haben einige Bezirke in Bayern. Der Kungler wird da sicher einen Haufen Jobs verteilen, gerade unter Bayern. Da brauchen wir euch, Niederbayern, da brauchen wir euch ganz, ganz dringend. So, dann machen wir weiter mit...
machen wir weiter mit. Wir machen jetzt keine Rückfragen zu den Wahlkampfkonzepten, sondern stellen erstmal alle vor. Dann ergeben sich sicherlich noch viel mehr Schnittmengen. So, 3 bis 5 Minuten, ja? Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Fällt mir auch nicht immer einfach. Baden-Württemberg hat ein paar spezielle Situationen, jedes Land hat spezielle Situationen, jedes Land hat seinen eigenen Wahlkampf. Baden-Württemberg ist ein Flächenland, das drittgrößte Land Deutschlands. Das heißt, wir müssen sehr, sehr stark auf eine Breitenwirkung setzen in allem, was wir tun. Wir können nicht in jedes Dorf fahren. Wir haben 1100 Gemeinden oder sowas. 1101 Städte und Gemeinden. Ja, also 1100 Gemeinden in Baden-Württemberg, in jeder einen Stammtisch, in jeder einen Infostand wird nicht machbar sein. Das heißt, wir müssen auf Flächenwirkung setzen, Plakate, Presse und so weiter. Wir haben in Baden-Württemberg eine relativ konservative Struktur, eine sehr starke Landbevölkerung mit dem größten Anteil tatsächlich der Menschen, die auf dem Land wohnen, nicht in der Stadt, das den Wahlkampf für uns auch nicht gerade einfacher macht. Wir haben eine politisch etwas besondere Situation. Wir haben den einzigen grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Könnte man glauben, dass uns das schadet, weil die Grünen ja die Alternative sind. Tatsächlich wird uns das im Wahlkampf massiv helfen. Wir müssen uns aber abgrenzen gegenüber Grün-Rot im Wahlkampf und entsprechend dann meiner Meinung nach vor allem auf die Themen setzen, in denen wir das sehr gut können. Und Baden-Württemberg ist nicht zuletzt Technikland. Wir haben viele Tüftler, das ist immer der Slogan von Baden-Württemberg. Das heißt, Bildungspolitik ist bei uns traditionell das Thema schlechthin in jedem Wahlkampf. Völlig egal, ob es in den Wahlkampf gehört oder nicht. Was müssen wir also machen? Wir brauchen einen sehr stark dezentral geführten Wahlkampf. Wir können nicht mit einem Logistiklager arbeiten. Wir können nicht in jedem Bereich von Baden-Württemberg das Gleiche fahren, sondern wir müssen das auf Bezirks-, auf Kreisebene anpassen an die regionalen Besonderheiten. Wir müssen uns sehr, sehr stark mit der Presse vernetzen. Baden-Württemberg hat eine super starke Lokalpresse, relativ schwache überregionale Presse. Das heißt, da sind vor allem die Kandidaten vor Ort gefragt, diese Pressewirkung zu erzielen. Wir müssen bei allen Aktionen auf Bildwirkung achten. Ja, und wir müssen uns in der Innenpolitik absetzen. Denn was man feststellt in Baden-Württemberg 2011, die große Wende, Mappus muss gehen, die Grünen kommen. Und in der Innenpolitik geht es weiter wie bisher. Wir haben mehr Verbote als vorher, wir haben mehr Einschränkungen als vorher, wir haben eine Innenpolitik, die repressiver ist als unter der CDU. Man mag es sich nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Und entsprechend können wir da sehr, sehr stark darstellen, dass wer ein bisschen seinen Freiraum haben möchte, wer nicht möchte, dass der Staat ihm sagt, ein guter Mensch macht das und was nicht gut ist, verbieten wir, dass der sich da sehr stark, von allen anderen absetzen muss und eigentlich nur zu den Piraten kann. Das heißt, wenn es nach mir geht, wird es ein stark kernthemengeprägter Wahlkampf, sehr stark dezentral organisiert, sehr stark auf Lokalzeitungen, Lokalredaktionen und Breitenwirkung ausgeprägt. Die persönlichen Konzepte sind, glaube ich, für das Land jeweils uninteressant. Habe ich was vergessen? Ich habe eine Frage. Gibt es sowas wie einen zentralen Slogan in Baden-Württemberg oder? Nein, gibt es auch keinen. Wir haben es auch bisher, glaube ich, keine Gedanken, ich glaube, ein bisschen zu wenig koordiniert. Ich habe vor, Redaktionen abzuklappern und jede Chance, die Mappus, nein, Entschuldigung, heißt ja nicht mal Mappus, das ist Kretschmann, bietet, in der Innenpolitik zu nutzen und ganz stark diese Fehler, die gemacht werden, aufzuzeigen. Wir sehen das bei uns mittlerweile tatsächlich im täglichen Leben, wie weit rein reglementiert wird. Das beginnt bei der Straßenplanung, Tempo 30 in Städten, Tempo 80 auf Bundesstraßen. Das geht über Verbotsvorschriften, Alkohol in Innenstädten und so weiter, in eigentlich alle Bereiche, wie stark rein reglementiert wird. Kretschmann ist ein Verfechter einer Pkw-Maut, keiner Pkw-Maut, dass man sich eine kleine Vignette kauft, sondern eine Pkw-Maut, die tatsächlich erfasst, wann, wo, welches Auto sich bewegt. Das ist eine super Idee für die Totalerfassung der Menschen. Und ich glaube, dass wir das in jedem einzelnen Moment aufzeigen müssen, dass wir aufzeigen müssen, dass es da einfach keine Alternative gibt zur Piratenpartei. Dass sich da nichts verändert hat zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb. Wir sehen das im Bund, wir sehen das in Baden-Württemberg, wir können das sehr stark belegen. Wollen wir gerade Hessen direkt anschließen? Ist das recht? Kann man Fenster öffnen?
haben den Raum nach Anmeldung gebucht. 35 Leute, also. Genau, noch mal kurz durchzählen, aber... Genau, dann mache ich mit Hessen weiter. Nee, ich habe keine Präsentation, ich habe was aufgeschrieben, das habe ich dann jetzt alles im Kopf. Wir haben auch eine besondere Situation in Hessen. Wir haben nämlich wie die Bayern auch Landtagswahlen. Bei uns hat die Landesregierung aber gesagt, wir wollen das gerne am gleichen Tag machen wie die Bundestagswahlen, sodass wir am 22. September sowohl Landtag als auch Bundestagswahlen haben. Führt unter anderem dazu, dass wir nicht nur 9 Bundestagskandidaten aufgestellt haben, sondern auch 14 Landtagskandidaten. Und insofern ist, sind mehr Kandidaten unterwegs, die jetzt aktiv im Wahlkampf auf jeden Fall eingebunden sein werden. Wir haben uns am Anfang vom Wahlkampf überlegt, in welche Richtung wir das machen wollen und welche Leute wir ansprechen wollen und sind im Grunde darauf gekommen, dass wir gar nicht konkret jemanden ansprechen wollen, sondern wenn wir den Wahlkampf für uns machen und die Themen ansprechen, die uns persönlich wichtig sind, dann treffen wir eigentlich genau die Interessen, die unheimlich viele Leute in der Gesellschaft haben. Und insofern gehen wir aus der angenehmen Situation ins Rennen. Wir machen das, was wir besonders gerne wollen und das ist auch das, wo wir glauben, dass ein großes Bedürfnis bei den Menschen da ist. Wir haben dann eine Umfrage gemacht, welche Themen besonders im Wahlkampf hervorgehoben werden sollen und werden Wahlkampf gemeinsam, Landtagswahl und Bundestagswahl machen, mit den Themen Grundrechte, Freiheitsrechte, mit dem Thema Teilhabe und Beteiligung und mit dem Thema Transparenz und Lobby- und Korruptionsbekämpfung. Wir haben zu diesen 3 Themenbereichen jeweils Thementeams gegründet. Da arbeiten wir noch ein bisschen dran, dass die Beteiligung und dass die Initiative darin noch ein bisschen größer wird. Aber wir wollen über ein Thementeam zu jedem dieser Themenbereiche dann Aktionen und inhaltlichen Input gucken, was passiert, darauf reagieren, bildstarke Aktionen auch machen. Und das Ganze wird koordiniert von einer Projektgruppe Wahlen, die geleitet wird vom Jürgen Erkmann und von dem Michael Gerhold, also Ed Michamo und Pirata. Und der Michael Behrendt ist noch in dem Team drin, der kümmert sich um den Bereich Logistik. Und wir arbeiten dann halt mit der Hessischen Presse AG zusammen und das ist so im Wesentlichen die Wahlkampfstruktur, die wir bisher aufgebaut haben. Wir werden in der Kampagne eigene Plakate auch haben, halt mit Landesthemen und was halt übergreifend für Landtags- und Bundestagswahl zusammenpasst. Es wird auch ein eigenes Design geben, was der Michamo erstellt hat, da gab es eine Abstimmung dazu. Und wir kommen jetzt so gerade in die Phase, wo wir die Frage mit den Slogans auch nochmal genau klären, wird auch nochmal eine landesweite Umfrage dazu geben, welche da drauf kommen. Also insofern kann ich da auch noch nicht genau sagen, was es sein wird. Genau. Ansonsten war die Frage noch nach den Kandidaten und nach den besonderen Stärken, glaube ich, in der Umfrage. Da hatte ich ja gerade eben angesprochen, ich sehe mich da im Bereich Grundrechte, Patentrechte und Energiepolitik. Dann auf dem Platz 2 ist der Herbert, der hat für sich gesagt, Bereich Teilhabe, wo es um Minderheitenrechte geht oder um Leute, die unterdrückt werden, Repression ist ein Thema. Markus ist im Bereich transparenter Staat, Open Data, Open Government aktiv, im Bereich Netzpolitik und Patentrechte. Und und dann haben wir auf dem 4. Platz den Björn Semrau, der macht Außenpolitik sehr engagiert und Europapolitik. Und engagiert sich darüber hinaus noch im Bereich Korruptionsbekämpfung in dem Thementeam. Und insofern passt auch die Kandidaten, die wir aufgestellt haben, das passt eigentlich ziemlich gut zu den Schwerpunkten, die wir da auch setzen wollen. Habt ihr was zu ergänzen? Gut, dann. Das, was du aufgeschrieben hast, schickst du mir das noch? Das ist super. Niedersachsen? Willst du drücken? Soll ich drücken? Okay, ich drücke selbst. Das ist toll. Das bedient sich wie ein richtiger Computer. Ja, super. Okay, ich wollte kurz die 4 obersten Listenplätze sozusagen vorstellen. Der bin ich selber. Wie ich aussehe, seht ihr. Ich hasse ineffiziente Arbeiten, deshalb lasse ich meine Computer alles machen. Bin, seitdem ich im Stadtrat bin, ziemlich organisiert. Also
Wer irgendwie das Problem hat, dass er seine Zeit nicht gemanagt bekommt, er meldet euch. Das ist auf jeden Fall machbar. Bin halt jetzt seit 2 Jahren ungefähr im Stadtrat, nicht ganz 1,5. Habe so ziemlich jeden Bereich in Themen irgendwie deshalb mal ernsthafter betrachtet, auch die Rechtsgrundlagen von diesen Dingen. Lese Gesetzestexte aus Neugier. Das hilft manchmal, zum Beispiel, wenn man den Oberbürgermeister verklagt. Und ansonsten Open Access, Open Data und Lizenzfuß ist halt sowas, wo ich mich persönlich relativ viel mit beschäftige. Also ich bin ja, wie gesagt, eigentlich Programmierer, so ein Techie. Und versuche das natürlich im politischen Bereich auch umzusetzen. Also zum Beispiel Planungsunterlagen der Stadt gehen, jetzt als Overlay über OpenStreetMap zu legen. Das nächste, was da online gehen wird, ist wahrscheinlich, dass die Bürger da drin auch rummalen können und halt Vorschläge machen. Kontaktdaten könnt ihr später abschreiben aus der Präsi. Katharina Nockun kommt morgen, es hat heute leider Termin, aka BDA-Demo, ist auch wichtig, arbeitet auch professionell seit langem im Bereich Datenschutz und Bürgerrechte. Entsprechend die Hauptthemen ist naheliegend. Ich habe das so von ihr bekommen, was da steht. Seht ihr, Wirtschaft, Regulierung, Politik allgemein, Studiengebühren. Hat halt schon professionell auch Pressearbeit gemacht, gute persönliche Kontakte zu vielen NGOs und Vereinen in dem Bereich. Hat auch Erfahrungen irgendwie mit Medienauftritten, Presse, Fernsehen, solche Dinge. Ja, und hat ungefähr alles studiert, was man in die Richtung studieren kann. Und sieht nicht so aus wie ich, sondern mehr so, wie man aussieht, wenn man professioneller Politiker ist. Nicht ganz, also ist schon noch in Ordnung, aber ihr wisst, was ich meine. Tim Weber, sehr, sehr lange aktiv bei Mehr Demokratie e.V., entsprechend natürlich auch thematisch aufgestellt, macht ganz viel Politiktheorie, Wahlrechtstheorie, Volksabstimmung, direkte Bürgerbeteiligung und so weiter. Ansonsten ist er EU-politisch relativ interessiert, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob er da auch aktiv war in der Vergangenheit, aber jedenfalls thematisch wohl drin. Hat halt auch viel so Pressekonferenzen, also da, was heißt damals, aber in dem Bereich Mehr Demokratie e.V. natürlich auch viele Medienauftritte gehabt. Was da steht, Bundespressesprecher von Mehr Demokratie, das hilft natürlich ziemlich. Telefonnummer von Katha und Tim stehen nicht im Wiki. Ich nehme an, Kungler hat die, also wenn ihr sie braucht, fragt. Die vierte unserer Landesliste bräuchte, ich glaube, 5,1%. Deshalb haben wir die hier mal mit aufgenommen, weil die Wahrscheinlichkeit dann doch recht hoch ist. Susanne Flegel macht Verbraucherschutz, Umweltpolitik, Bildung und Forschung. Ist bei uns momentan in Niedersachsen Pressesprecherin. Hat Pädagogik, Soziologie, Psychologie studiert. Und macht wissenschaftlichen Kram momentan in dem Bereich, auch mit Bundesministerien zusammen, kennt also so ein bisschen die Verwaltung von der anderen Seite sozusagen als ich. Kommunikationstrainings und solches Kram hat sie wohl auch relativ viel Erfahrung gemacht. Organisation in Niedersachsen. Also es gibt natürlich eine Kandidaten-Mailingliste für die gesamte Niedersachsenliste und alle, die inzwischen von ihr erfahren haben, sind, glaube ich, auch auf der Bundes-ML. Wir haben Presseverteiler, wir haben kein Öffentlichkeitsarbeitsteam, also die Presseorganisation des Landes ist eigentlich ganz schön desolat. Nichts gegen die gute Arbeit, die sie machen, aber es sind zu wenig Leute. Und es fehlt zum Beispiel selbst an so relativ simplen Sachen wie Redaktionen für Landeswebseite. Also wenn irgendein Landesverband zufällig Manpower über hat, gerne her damit. Ja, das war klar irgendwie. Es gibt ein Wahlkampfkoordinationsteam, das sind 3 Leute, die arbeiten basisorientiert Dinge aus. Also gerade, die machen ganz viel Logistikplanung de facto. Also die Frage, wie viele Plakate brauchen wir, wie verteilen wir die, wo kommen die hin, solche Sachen. Stehen mit den Kandidaten bisher in relativ losem Kontakt. Also wir kennen die und die melden uns auch und wir melden denen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es quasi irgendwie ein regelmäßiges Arbeitstreffen oder sowas gäbe. Thomas Gerbert wäre im Zweifelsfall der Ansprechpartner, Kontakte stehen da. Wie wollen wir Wahlkampf machen? Also, Pflichtprogramm ist klar, wir machen das mit den Plakaten, mit diesen Infoständen. Tim hat vorgeschlagen, es wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll, man macht ein paar relativ medienwirksame Aktionen. Also Niedersachsen ist auch ein Flächenland, wir können auch nicht in jedes Dorf fahren. Natürlich mit Plakaten geht das schon mal, aber man kann jetzt nicht überall von Tür zu Tür oder irgendwelche, also halt nicht das großen Aufwand macht. Insofern wäre es ganz sinnvoll, einige große Sachen zu machen, wo man halt irgendwie über die Presse ein bisschen Reichweite bekommt. Ansonsten eventuell ist die Überlegung, ob man sich ein paar Flyer generiert, die man quasi situationsabhängig einsetzen kann. Beispiel steht da. Dann war noch die Überlegung, ob es nicht ganz sinnvoll wäre, mal das mit diesem Internet zu machen im Wahlkampf.
Es gibt ja, also Beispiel ist hier YouTube, es gibt einige Seiten, die relativ gut darin sind, Content zu verbreiten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zu einigen Themen, wo wir fachlich gute Leute haben, so irgendwas zwischen Edutainment und Wahlkampf machen könnten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auf zum Beispiel YouTube eine ganz gute Verbreitung findet, weil viele Leute das Gefühl haben, okay, die Politik macht so Dinge und ich will verstehen, was da ist. Und wenn man das den Leuten erklärt, kann man es aus unserer Sicht erklären und gleichzeitig durchaus den Leuten auch wirklich Informationen vermitteln. Ich könnte mir vorstellen, dass das Verbreitung finden könnte. Wenn es das tut, ist es auf jeden Fall viel effizienterer Arbeitseinsatz als ein Infostand. Also beim Infostand erreiche ich, wenn ich da einen Tag stehe, wenn es gut kommt, 1000 Leute. Und wenn ich ein Video mache, dann, wenn es gut läuft, sind es 10.000. Wenn es sehr gut läuft, noch mehr. Das kann ziemlich was bringen. Ja, ansonsten hatte Tim vorgeschlagen, vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenn man im Bundestagswahlkampf quasi für die Bundesmedien zumindest so ein Selected Few Team macht, dass einfach immer wieder dieselben Gesichter in die Kameras gehalten werden. Könnte ganz nützlich sein, weil es einfach Identifikationen generiert. Ja, und ansonsten Argumentationspapiere kann man auch machen. Ich glaube aber, da sind die Bundes-AGs eigentlich ganz gut. Das ist die letzte Slide. End of presentation. Ja, das nächste Bundesland, Bayern. Ja, aber Bruno hat ein bisschen Themaverfehlung gemacht. Okay, hi. Ich bin jetzt hier, um euch ein bisschen zu erzählen, warum euch die Landtagswahl in Bayern interessiert. Ihr wisst, es wurde vorher schon ein bisschen angesprochen, die Landtagswahl bei uns ist eine Woche vor der Bundestagswahl. Das heißt, sie ist ein bisschen so eine Sonntagsfrage auf Drogen. Das bedeutet, wenn wir in Bayern über 5% kommen, wird sich niemand im Bundesgebiet denken, ah, die Piraten, die kriegen es nicht hin, deswegen gebe ich dir nicht meine Stimme. Wenn wir es fast schaffen, dann kommt vielleicht so eine Art Jetzt-erst-recht-Effekt und dann schaffen wir es trotzdem oder beziehungsweise keiner wendet sich von uns ab. Aber wenn wir zu schlecht rauskommen, dann könnte es sein, dass der Wahlkampf in den anderen 15 Bundesländern womöglich umsonst war, weil die Leute einfach nur wegen unseres Wahlergebnisses sich von uns abwenden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir da keinen Mist bauen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es eine enorme Verantwortung ist. Und ich bin jetzt auch hier, um darum zu werben, dass ihr uns vielleicht ein bisschen ja, wo es möglich ist, hilft. Um zu sagen, was wir gerade machen. Bayern ist in 7 Bezirke eingeteilt, das wisst ihr, oder hat man euch vorher schon gesagt. Für jeden muss man eine eigene Liste aufstellen, so ähnlich wie bei der Bundestagswahl, und dann Unterschriften sammeln. Das ist in den großen Bezirken wie Oberbayern einfach. Da haben wir die Unterschriften eigentlich schon in der Tasche. In strukturschwachen Gegenden wie Niederbayern, also an der Grenze mit Tschechei, ist es schwierig. Da haben wir Verzögerungen gehabt. Da geht das Unterschriften sammeln wahrscheinlich erst Ende Mai los, wirklich, und muss effektiv in einer Woche abgeschlossen werden, um dann noch die Beglaubigungen einzuholen. Das bedeutet, wir haben für 1000 Unterschriften knapp eine Woche um den Dreh. Es kann auch ein bisschen länger sein, aber rechnet mal mit der Größenordnung. Das ist gerade in dem Zeitpunkt, wo du das Treffen in Hessen organisierst. Also es kann sein, dass wir da ein bisschen knapp auftauchen werden. So, wenn wir das aber auf die Reihe gebracht haben, wir haben schon ein Hilfsangebot aus Baden-Württemberg, aus Österreich und so weiter, dass sie uns helfen. Also das läuft schon ganz cool. Wenn ihr dann noch irgendwas machen könnt, dann wären wir euch sehr verbunden und ihr euch selbst wahrscheinlich auch, wenn wir es dann schaffen. Und wenn wir es dann geschafft haben und antreten, haben wir ein folgendes Konzept entwickelt. Wir möchten uns auf ein paar Themen konzentrieren, bei denen wir auf der einen Seite glaubhaft sind und auf der anderen Seite auch in Bayern Handlungsbedarf besteht. Das wären zum ersten Bildung, Datenschutz, Transparenz, Erneuerung der Demokratie und Netzpolitik, weil in Bayern ist das Internet scheiße. So, und bei diesen Themen möchten wir konkret auf ein paar Gruppen zugehen, die wir identifiziert haben als potenzielle Wähler für uns. Das sind zum einen die Neuwähler, die Protest- und Wechselwähler, Digital Natives und Migranten, also Wähler mit Migrationshintergrund, weil die vor allem bei uns eigentlich relativ vernachlässigt werden. Wir entwickeln oder haben bereits entwickelt zu jedem unserer Themen Arguliner, also Argumentationspapiere, die zugeschnitten sind genau auf diese Gruppen, die wir unseren Leuten weitergeben können. Hoffentlich werden sie sich an diese Sachen halten. Ihr wisst, wie schwer es ist, Piraten irgendwie Befehle zu geben. Nein, nicht Befehle, aber auf jeden Fall irgendwie an einem Strang ziehen zu lassen. So läuft es ungefähr. Der Wahlkampf wird in ungefähr, wir haben versucht, es in 3 Phasen irgendwie zu gliedern, dass wir bis Ende Mai uns versuchen, irgendwie in den Vordergrund mit, also die Themen zu platzieren. Das ist immer schwierig als so eine kleine Partei. Ab dem Zeitpunkt dann unsere Lösungen in den Vordergrund zu stellen, bis Ende Juni vielleicht. Und ab da dann mit voll Karacho in die Breite zu gehen, mit allem, was wir haben, um eben bekannt zu werden. Ja, das ist eigentlich alles, was ich kurz anschneiden wollte. Wenn ihr noch was dazu wissen möchtet, könnt ihr die Hände heben zum Beispiel. Ja, es gibt ein kleines Problem. Ja.
Aus Gründen, die ich jetzt nicht ausführen werde, hat der Landesvorstand den Wahlkampf übergeben an ein Gremium aus den 7 Bezirksvorständen. Es gibt also keinen einfachen Ansprechpartner. Wenn du etwas hast, kannst du dich aber immer an die stellvertretende Landesvorsitzende Christina Grandrath wenden, Spinni. Die kann dir immer sagen, wer dann wirklich weiterläuft. Oder zu mir. Ich würde auch den Kopf schütteln, aber ja, tut mir leid. War nicht meine Entscheidung. So. Haben wir noch? Wir haben noch ein minimales Problem mit der Präsentation aus Berlin, also würde ich jetzt anfangen mit Brandenburg. Wir müssen sie einmal konvertieren. Kannst du, Anke? Oder ja, wer weiß, wir machen zusammen, oder? Genau, könnt ihr improvisieren. Ich guck mal wieder hier ab, dann muss ich mich nicht umdrehen. Ich kann auf Befehl gerne den Knopf drücken. Es sind immer zwei Knöpfe. Ja, genau. Also meiner zum Abgucken. Da habe ich noch ein paar Sachen ergänzt. Also Brandenburg ist kein einfaches Pflaster, auch wenn es um die Piratenhochburg Berlin ringsherum gebaut ist sozusagen. Es ist halt ein relativ großes Flächenland und der Landesverband selber hat aktuell diverse Probleme, die den Wahlkampf und die Vorbereitung des Wahlkampfs eher verkomplizieren, sag ich mal etwas euphemistisch. Also zum Beispiel hat der zweite Versuch unseres Presseteams gerade frisch hingeschmissen. Das heißt, wir haben aktuell gar keins. Wir haben weder Presse noch Öffentlichkeitsarbeit personell besetzt. Und es ist aktuell nicht absehbar, wie schnell sich das ändert und das macht das Leben natürlich nicht leichter. Es gibt auch innerhalb des Landesverbandes diverse interne Zerrüttungen, Spannungen zwischen Basis und Vorstand. Man diskutiert, ob man jetzt einen außerordentlichen Landesparteitag noch macht oder nicht. Ich hoffe, man macht das nicht, weil das lenkt uns bloß ab und bindet Kräfte. Aber es hält uns auch jetzt schon von Wahlkampfvorbereitungen ab. Wir haben auch extrem wenig Geld. Also nach unserer sehr bescheidenen Wahlkampfplanung haben wir ein Minus von 9.000 Euro. Wer zu viel hat, wir nehmen es gern. Wir haben auch relativ wenig Manpower. Wir haben zwar gut 1.000 Mitglieder im Landesverband, aber die verteilen sich auf sehr viele inaktive Papierpiraten und sehr wenig aktive Piraten. Und die aktiven Piraten verteilen sich auf ein sehr großes, dünn besiedeltes Flächenland mit einer schlechten Logistik. Das macht also schon das Treffen untereinander nicht so einfach. Wir können da also mehrstrophige Lieder davon singen. Veit kommt aus Eberswalde, das ist ganz weit oben rechts im Land Brandenburg. Ich komme also ungefähr vom landestechnisch betrachtet, ist es so. Und ich komme von 5 Kilometer vor MacPom. Und der Rest Brandenburgs ist teilweise, weiß ich, bis kurz vor Dresden, also schon eine größere Distanz. Wir haben eine Doppelspitze, eigentlich haben wir nur eine Spitze, das ist Veit, im Moment da unten. Die Nachfrage verteilt sich aber im Moment eher einseitig, das macht mir insbesondere das Leben schwer. Und wir haben auch nur einen Listenplatz, der bei 5% reinkommt. Das ist auch schon in der Außendarstellung nicht so einfach. Wir haben als landespolitische Herausforderung die größte überhaupt den demografischen Wandel. Das trifft Brandenburg auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben eine schlechte Breitbandversorgung auf dem Land. Wir haben natürlich einen Fokus auf Landwirtschaft und da auch eine konservative Wählerschaft. Wir haben aber auch Energiewende als großes Problem. Windenergie steht überall herum und wird im Prinzip auch gerne gesehen. Wir haben aber Mobilitätsprobleme auf dem Land und durch den demografischen Wandel. Da fährt immer weniger, Menschen sind abgeschnitten. Und wir würden auch Breitband brauchen, um Bildung und Versorgung auf dem Land aufrechtzuerhalten, weil die Läden machen einfach dicht. Ich muss wenigstens anderweitig was besorgen können. Jetzt kannst du zweimal klickern. Naja, einmal rechts und einmal links. Meine fachlichen Schwerpunkte kann ich kurz machen, die habe ich ja vorhin schon angerissen. Ich bin für das Thema Open Government auch Bundesbeauftragte der Piratenpartei, mache das auch hauptberuflich und bin da, also nachts um 4 könnt ihr mich wecken, ich kann euch einen 2-stündigen Vortrag halten, das dürfte klappen. Neben Open Government kann ich auch zu den Herausforderungen der digitalen Gesellschaft viel erzählen. Ich habe auch einen Schwerpunkt auf Familien- und Geschlechterpolitik im piratigen Sinne, zumindest was die meisten Aspekte angeht. Und ich kann auch zu Urheberrecht und Netzpolitik sicher gute Sachen sagen, vielleicht nicht 1:1 wie Bruno, aber das reicht schon. Jetzt kannst du noch zweimal, also jeweils eins. Mein Wahlkampf wäre so strukturiert, was für mich ein zeitlicher Constraint ist. Ich habe eigentlich einen Wahlkampf auf 3 regionalen Ebenen. Ich bin auch Direktkandidatin eines Wahlkreises, der relativ groß ist, Oberhavel und Havelland 2.
Ich bin, wie erwähnt, Landeslistenkandidatin 2. Aber dadurch, dass man mich relativ in Deutschland auch kennt, habe ich jetzt schon eigentlich seit Januar immer wieder Einladungen ins ganze Land hinein. Erstaunlicherweise mit dem Fokus in Bayern und ab und an auch Baden-Württemberg. Also ich bin öfter in Bayern als in jedem anderen Bundesland. Vielleicht hilft es ja ein bisschen. In Benediktbeuern bin ich in demnächst zum Thema Bürgerbeteiligung. Ja, ich würde auch anbieten, weil ich nur 5 Kilometer von MacPom entfernt wohne, die MacPommer zu unterstützen. Neustrelitz ist bei mir gleich um die Ecke. Da kann ich also leicht was machen, leichter als in anderen Teilen von Brandenburg. Und 5% brauchen wir hier überall. Insofern ist es hoffentlich hilfreich. Mein Wahlkampf wird mehr Inhalt als Plakate sein, schlicht weil wir weder Geld für viel Plakate haben, noch die Manpower, die aufzuhängen. Ohne geht's auch nicht. Aber mein persönlicher Schwerpunkt wird auf öffentlichen Auftritten liegen. Ich kriege Gott sei Dank die Angebote im Prinzip von alleine. Ich brauche da nur Ja sagen und will da auch versuchen, so viele wie möglich von diesen Einladungen auch wirklich machen zu können. Ich will mediale Präsenz ausnutzen, weil uns das kostenlose Reichweite bringt und ich da auch viele Möglichkeiten habe. Auch wieder total oft in Bayern, also der Bayerische Rundfunk hat mich schon öfter gehabt zu dem Thema. Aktuell habe ich Anfragen laufen von ARD und NDR zum Thema Frauen und Führung, vom RBB Inforadio zu einem Personenporträt und vom RBB Fernsehen zum Thema Bauersucht Kultur. Das ist also in einer Landesregion ja vielleicht durchaus interessant, da wird es auch um das Thema Breitband auf dem Land und so weiter gehen. Das sind alles Sachen, die kosten uns gar nichts, haben eine große Reichweite und ich hoffe auch, dass die ein oder andere Talkshow mich vielleicht mal wieder einlädt, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Mit einmal Günter Jauch hat man 5 Millionen Leute erschlagen. Das ist eine Reichweite, die können wir mit keinem Plakat hinkriegen. So, noch einmal klickern. Meine persönliche Supportstruktur, ich werde ab ungefähr Anfang Juni Vincent Appelt als Assistenten haben. Ich werde ihn über so einen 400-Euro-Job beauftragen. Der wird hauptsächlich Presse und Koordination übernehmen. Und im Wahlkampfteam im Moment arbeiten oder haben sich committed einige Piraten, die muss ich ja nicht vorlesen, die machen auch teilweise Landesorga-Unterstützung für Events, kommen teilweise aus anderen Bundesländern, teilweise machen sie auch Event-Orga für den Wahlkreis, für den ich Direktkandidatin bin. Mein liebster Ehegatte Daniel macht natürlich auch jede Menge Support und zwar nicht nur inhaltlichen, aber er wird auch Vorträge halten können zu Themen rund um Transparenz, Whistleblowing, seine WikiLeaks-Geschichte kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Also das gibt uns auch Möglichkeiten. Wir werden bei uns eine Wahlkampfzentrale Brandenburg-Nord aufbauen. Wir haben ein relativ großes Haus, es heißt bei uns Havellab. Da gibt es Workshop-Räume, Schlafplätze, Arbeitsplätze, jede Art von IT-Infrastruktur, die man braucht und auch Lagerplatz. Also wer immer da auch mal eine Breakout-Session haben möchte und es ist nicht zu weit, der ist da gerne willkommen und kann das nutzen. Gilt auch für MacPom, da ist es logistisch vielleicht am einfachsten. Ja, das jetzt kannst du noch mal, jetzt kommt keins mehr. Wie gesagt, ich habe es auf der Fahrt hierher gemacht. Veit ist auch unser politischer Geschäftsführer und kann jetzt noch was, kann er so aus dem FF erzählen, zu seinem eigenen, aber auch zu, wie wir Wahlkampf noch jetzt nicht auf meine Person, sondern allgemein koordinieren, Taskforce und so weiter. Das ja, gut, also Anke hat ja schon mal einen guten Anfang gemacht. Wir in Brandenburg haben, ja, wie gesagt, ein großes Land, wenig Leute. Seit Bestehen des Landesverbandes arbeiten wir eigentlich unglaublich effizient. Relativ wenige Leute machen unglaublich viel. Die Brandenburger haben sehr viel Energie. Zurzeit legen sie die allerdings eher in Streit auf Mailinglisten und andere Zerwürfnisse als in die konstruktive Arbeit. Das ist sehr schade. Wir haben für den Wahlkampf eine Struktur, und zwar die Taskforce Wahlkampf, die sich damit befasst. Die wurde vom Landesvorstand beauftragt, sich um die Organisation des Wahlkampfs zu kümmern. Und es gibt 2 Ansprechpartner im Landesvorstand, die sich dann damit befassen. Das große Problem dabei ist die Doppelbelastung. Ich bin, wie gesagt, ja, wie Anke schon gesagt hat, politischer Geschäftsführer im Landesverband. Ungünstig mit zeitgleich Listenkandidat 1. Ich bin auch noch verantwortlich im Landesvorstand für den Wahlkampf, doppelt ungünstig. Und ich bin auch noch Koordinator der Taskforce-Wahlkampf, wieder ungünstig. Das bringt mit sich, dass ich mittlerweile, wie gesagt, eigentlich ausschließlich mit Organisation und Formalfu beschäftigt bin, was total dämlich ist. Ist sicherlich allen klar. Ich hoffe, das wird sich jetzt schnellstmöglich ändern und mindestens die Koordination der Taskforce-Wahlkampf wird abgegeben werden können. Leider sind auch die anderen beiden Koordinatoren der Taskforce-Wahlkampf Direktkandidaten.
und außerdem auch noch Vorstandsmitglieder in ihren Untergliederungen. Also da überhäuft sich sehr viel und dadurch bleibt viel auf der Strecke. Der organisatorische Teil läuft relativ gut im Moment. Wir sind dabei, in allen Kommunen und so weiter die Bedingungen für die Wahlträgeraufhängung zu erfragen und die Genehmigungen da vorzubereiten. Auch ansonsten läuft, wie gesagt, das Organisatorische durchaus einigermaßen. Inhaltlich ist noch eine große Baustelle. Wir haben uns auf einem ersten Treffen in, oh Gott, jetzt bringe ich schon wieder durcheinander, Fürstenberg oder Fürstenwalde? Fürstenberg, bei Anke zu Hause getroffen, schon als Taskforce Wahlkampf, und haben uns da inhaltlich für ausgesprochen, uns auf die Begriffe Transparenz und Teilhabe zu konzentrieren. Darüber hinaus ist allerdings, wie gesagt, noch viel Baustelle. Wie gesagt, wir haben halt ein Riesenland, wenig Manpower. Wir haben unter anderem den Landkreis Uckermark, Deutschlands größter Landkreis. Da sind auf dem Papier 30 Piraten aktiv, vielleicht zwei. Und wir stecken halt vor der gigantischen Aufgabe, auch da einigermaßen Plakate zu hängen, von denen wir, wie auch Anke schon gesagt habe, kaum welche finanzieren können. Es läuft gerade auf der Pledgebank da ein Versprechen noch bis zum 1. Also jeder, der 25 Euro irgendwie übrig hat für den Wahlkampf in Brandenburg, der uns allen zugutekommen wird übrigens natürlich, auch bundesweit, möge dort bitte unterschreiben, damit wir irgendwie uns die Plakate auch kaufen können, die wir mit großer Motivation dann auch hängen werden, hoffentlich. Ja, ja, ansonsten wäre es das erstmal, wenn dir nicht noch was Dringendes einfällt. Nee, nur eine Bitte für später, wenn wir Erfahrungsaustausch machen. Fundraising-Ideen und wie man sich da gegenseitig verstärken kann, wären für uns besonders interessant. Okay. So, dann machen wir jetzt weiter mit Flächenländern. Alles klar. Wunderbar. Dann machen wir weiter mit Flächenländern. Ist Hamburg auch da? Ich hab Hamburg. Ja. Ja, super. Macht ihr euch danach bereit, ja? Ja. Top, direkt, oder? Okay, Hamburg. Ja, also wir haben auch das Problem natürlich, dass wir jetzt nicht so viele Aktive haben, in Anführungsstrichen, dass wir welche abgeben können, sind aber Gott sei Dank, glaube ich, in Hamburg so gut besetzt, dass wir zumindest in den Bezirken wöchentlich regelmäßig Infostände machen können. Das ist sehr wichtig bei uns. Wir haben den Nachteil, dass wir keine A1-Plakate hängen müssen, sondern A0-Plakate, deswegen aus dieser ganzen Massenbestellung rausfallen und deswegen unsere Plakate natürlich im Vergleich ziemlich teuer werden. Und wir deswegen auch weniger verhängen können tatsächlich. Deswegen müssen wir uns natürlich ganz genau ausgucken, wo wir die Plakate hängen, und sind da jetzt schon ein bisschen an Plänen am Fummeln, wo es am meisten Sinn macht tatsächlich, wo gute strategische Orte sind, wo viele Leute irgendwie vorbeikommen. Wir haben den Vorteil, in Hamburg nicht ganz inhaltslos zu sein. Wir begleiten ein Bürgerbegehren und ein Volksbegehren wahrscheinlich aktiv als einzige Partei innerhalb des Wahlkampfs. Das heißt, mit etwas Glück sind wir da ganz gut vertreten. Eins geht unter anderem um sozialen Wohnungsbau, ein Volksbegehren höchstwahrscheinlich. Das wird uns relativ viel nützen, denke ich, auch in der Aufmerksamkeit, dass wir nicht ganz themenlos sind. Und da werde ich dementsprechend dann wahrscheinlich auch viel irgendwie Interviews geben etc. pp., also mich da inhaltlich dann wahrscheinlich Richtung Wohnungspolitik positionieren. Ja, wie gesagt, ansonsten ist es, glaube ich, am allerwichtigsten, dass wir unsere Basis motiviert bekommen tatsächlich. Irgendwie versuchen Leute irgendwie nochmal, die vielleicht 2009 reingehauen haben und jetzt sich ein bisschen irgendwie verdünnisiert haben, nochmal anzusprechen auf persönliche Art und Weise, dass man vielleicht nochmal über die Mitgliederbetreuung bei uns in Hamburg zumindest jeden Einzelnen anschreibt, sich Mühe gibt, da wo Telefonnummern sind. Wir wollten so ein kleines Callcenter organisieren, tatsächlich nochmal auch alle anruft, das dementsprechend professionell durchführt, irgendwo versuchen, wo noch irgendwie Kräfte sind, halt die irgendwie zu mobilisieren. Und ja. Das war es eigentlich so im Kurzen. Ja, wie gesagt, zu mir. Ich versuche mich im Bereich Wohnungsbau irgendwie stark zu positionieren, auf jeden Fall, weil ich da halt viel schon gemacht habe. Und auch im Bereich direkte Demokratie halt, Bürger- und Volksbegehren. Ja, und ansonsten nehme ich halt alles an Podien und sonst was wahr, was halt so zur Verfügung steht. Ich freue mich schon auch so zum Beispiel auf Schuldiskussionen und sonst was. Da habe ich richtig Lust zu. Mal gucken, was das wird.
Okay, da der Mac offenbar Probleme mit der LibreOffice-Präsentation hatte, machen wir das jetzt mit PDF, aber wir sind ja gut vorbereitet. Wir machen jetzt mal so einen kleinen Ritt durch die Organisationsstruktur von Berlin und gehen am Ende noch so ein bisschen auf das Inhaltliche. Also Berlin ist es wichtig, dass der Wahlkampf transparent und öffentlich und nachvollziehbar stattfindet. Wir hatten dazu einen Liquid-Feedback-Beschluss und haben das auf der letzten Landesmitgliederversammlung auch so beschlossen, dass wir das machen. Außerdem haben wir das 2011 auch schon so gemacht. Das ist übrigens ein zentrales Element bei unserer ganzen Organisationsstruktur und auch was das Inhaltliche angeht, dass wir an vielen Stellen an den Wahlkampf von 2011 anknüpfen wollen, also an den Wahlkampf zur Abgeordnetenhauswahl, wo wir die 8,9% geholt haben. Genau, wir haben schon jede Menge ausdifferenzierte Orga- und Supportstrukturen. Das heißt, es gibt für alles mögliche Ansprechpartner. Gleichzeitig ist es bei uns in Berlin aber immer so, dass wir auch sehr dezentral Wahlkampf machen. Das heißt, jeder, der irgendwie eine coole Idee hat oder eine Aktion machen möchte, kann das einfach machen. Aber wenn er Hilfe braucht, dann weiß er auch, an wen er sich wenden muss. Genau, wir dokumentieren unseren Wahlkampf. Wir haben eine zentrale Kandidatinnenseite, das ist die da, BE-Kandidaten/2013, da steht alles drauf. Die Kandidaten, die Listenkandidaten und Kandidatinnen, die Direktkandidaten und Kandidatinnen, ihre Themenschwerpunkte, die Protokolle unserer Treffen, all the things. Und wir haben einen zentralen Wahlkampfkoordinator und der führt auch einen Blog, wo er mal erzählt, was er gerade treibt und was los ist. Genau, zu unseren Listenkandidaten und Kandidatinnen. Wir haben 12, ursprünglich hatten wir 14, 2 haben ihre Plätze zurückgegeben. Bei 5,7% ziehen die ersten beiden ein, bei 10% die ersten 3. Also Lena ist Platz 3. Genau. Wir haben. Ja, wir geben uns Mühe, dass Lena mitkommt, genau. Wir haben 12 Bezirke in Berlin, wo wir Direktkandidaten und Kandidatinnen aufstellen können. Von den 12 Bezirken haben wir in 8 die schon besetzt mit Direktkandidaten. Da gibt es übrigens keine personellen Überschneidungen bisher zwischen den Listen und den Direktkandidatinnen. Also wir haben einen zentralen Wahlkampfkoordinator, Indigo, der ist vom Landesvorstand beauftragt, der ist sozusagen die zentrale Figur. Es gibt 6 weitere Beauftragte für diese speziellen Bereiche, die ihr da seht. Kandidatinnenmanagement zum Beispiel, das ist Petra, die sitzt da. Und die ganzen anderen Bereiche und die schmeißen das im Wesentlichen zusammen. Genau. So, zur Presse. Wir haben einen Presseverteiler, eine Mailingliste. Es gibt ein Pressesquad, das auch schon lange aktiv ist. Dazu gibt es einen Landespressesprecher, das ist Bende Biel. Das ist von den beiden Fotografen mit Glatze, die hier rumlaufen, der etwas kleinere. Der ist gleichzeitig auch der Beauftragte für Veranstaltungsmanagement. Also von diesen 6 Beauftragungen hat er auch eine. Und bei uns läuft es einfach generell so, wenn die Kandidaten irgendwas mit Presse haben, bei Bundesthemen läuft der Kontakt immer über Anita. Und wenn irgendjemand an unseren Landespressesprecher herantritt oder es um Landesthemen geht, dann geht der Kontakt über Ben. Genau. Jetzt, wie die Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt werden. Wir haben eben diese eine Beauftragte für Kandidatinnenmanagement, das ist Petra. Die macht allen Kram, der alle Kandidatinnen und Kandidaten betrifft, also Sachen, die alle Leute brauchen, sowas wie einen zentralen Kalender, wo alle Termine reinfließen und solche Dinge. Und die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten suchen die sich dann selber persönliche Assistenzen. Also ich habe zum Beispiel 2, unsere Spitzenkandidatin Nene, die heute Mittag noch kommt, Cornelia Otto hat glaube ich auch schon 2 oder 3, genau. Außerdem führen wir immer Kandidatentreffen durch seit der Aufstellungsversammlung alle 2 Wochen. Da sind dann alle möglichen Listen und Direktkandidatinnen, die Beauftragte, der Wahlkampfkoordinator, der Pressesprecher, alle möglichen Mitglieder des Pressesquad und andere interessierte Piratinnen und Piraten, die gucken wollen, wo wir gerade stehen. Und da geht es eben auch hauptsächlich um so Organisatorisches und Strukturelles, wie so Sachen wie Kalender, Dokumentation, Organisation, wer braucht was, was passiert als nächstes, solche Sachen. Genau, wir haben auch eine eigene Mailingliste in Berlin für die Kandidatinnen und Kandidaten. Da kommt wieder unser Transparenzprinzip durch. Wir haben uns darauf geeinigt, dass alle Leute sich da anmelden und lesen und schreiben können. Wir haben aber Regeln aufgestellt. Das heißt, wenn sich irgendjemand daneben benimmt, muss er sich von vornherein bewusst sein, dass er dann runtergeschmissen wird. Aber prinzipiell ist das erstmal offen für alle. Und natürlich nutzen wir die bundesweite Mailingliste mit, auf der ihr auch alle seid. So, unsere zentralen Ansprechpersonen, unser Wahlkampfkoordinator, der Chef für alles ist Sebastian Kirste, Indigo. Die Beauftragte für Kandidatenmanagement ist Petra, die sitzt da, die ist heute auch da. Und unser Landespressesprecher und Beauftragter für Veranstaltungsmanagement ist Ben, der sitzt da. Genau, wie wollen wir unseren Wahlkampf aufziehen? Habe ich vorhin schon gesagt, an vielen Stellen wollen wir auf den Wahlkampf von 2011 verweisen. Da können wir zum Beispiel jetzt sowas sagen wie, wir haben uns damals von der Aufstellung der Kandidaten bis zur Wahl auch von 2 auf fast 9% gesteigert. Das können wir auch wieder reißen. Also das ist so ein bisschen so diese Erfolgsstory, an die wir anknüpfen können. So Umfragewerte können schlecht aussehen, können sich aber auch sehr schnell ändern.
Und was so ein bisschen Segen und Fluch ist, viele von unseren Kandidatinnen und Kandidaten sind auch schon in der Landes- und Bezirkspolitik aktiv. Das heißt, die haben schon viel Erfahrung bei den Themen, die stecken da viel drin, die können den Berlinern auch viel über die Berliner aktuelle Politik und die Themen erzählen, haben da halt auch viel Credibility, weil man die schon kennt oder weil die sagen können, hier, ich beschäftige mich dem und dem Thema. Der Punkt ist aber natürlich, dass die auch schon also an viele andere Baustellen haben, an denen sie gleichzeitig arbeiten müssen. Genau, das sind so die Säulen des Berliner Wahlkampfs, auch wieder wie in 2011. Wir machen viele kreative Aktionen. Wir haben den Vorteil, wir sind eine Stadt, wir haben kurze Wege. Das heißt, wir können auch tatsächlich alle zwei Wochen alle Kandidaten und Beauftragten zusammentrommeln, also Städtewahlkampf und Partys. Das heißt, Berlin ist so viel Schwung, viel junge Leute, die man mit solchen Dingen sehr gut ansprechen kann. Wir haben auch noch ein paar andere Ideen für Veranstaltungen, die wir machen wollen, aber das ist noch nicht so ausgegoren. So, jetzt zu den Stärken der Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben auf unserer Liste, das steht auch auf unserer Wiki-Seite, ist, glaube ich, auf der nächsten Folie nochmal der Link, wir sind relativ divers aufgestellt. Das heißt, wir haben auch alle möglichen Orchideenthemen, könnte man sagen, oder Sachen, die sonst nicht so stark vertreten sind. Aber wenn wir versuchen, so einen Querschnitt mal zu betrachten, können wir sagen, dass insgesamt auf der Berliner Liste die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen sehr stark vertreten sind. Schaut euch zum Beispiel unsere Spitzenkandidatin an, die hat halt auch Wirtschaft als Hauptschwerpunkt, Wirtschaft, Euro, ESM, Arbeitsmarktpolitik, solche Sachen. Und dann kommen wir auf Platz 2 und 3 Lena und ich und wir haben halt so mehr Demokratie, Familien- und Geschlechterpolitik, Integration, solche Sachen. Und bei Urheberrecht und netzpolitischen Themen sind wir eindeutig ein bisschen unterrepräsentiert. Also wir haben zwar auch irgendwie jemanden, der sich mit so Verlagsrecht und solchen Dingen auskennt, aber insgesamt haben wir da nicht so einen krassen Schwerpunkt. Genau, was sonst noch ein Vorteil für uns ist, was die Themenschwerpunkte der Kandidaten oder überhaupt unseren inhaltlichen Wahlkampf angeht, ist, es gibt ja diese 12 Themenbeauftragten des Bundes und wir haben da das Glück, dass etliche von diesen 12 Themenbeauftragten aus Berlin kommen. Das heißt, die sitzen quasi nebenan, wenn man mal jemanden braucht, der mal ganz schnell irgendwas Kompetentes zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit sagt oder zum Thema Asylpolitik oder so, dann haben wir die schnell zur Hand und auch da gibt es personelle Überschneidungen, weil die dann teilweise auch Listen- oder Direktkandidatinnen oder Kandidaten sind. Genau, hier habt ihr nochmal die Wiki-Seite, da steht eben eine große Tabelle mit allen Kandidaten und Kandidatinnen, die wir haben und was ihre jeweiligen Themenschwerpunkte sind. Vielleicht ein letzter Satz zu, was uns noch fehlt, das war jetzt die letzte Slide. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Wahlkampfzentrale und gucken uns da um und besichtigen Objekte. Wir müssen inhaltlich noch mehr in Schwung kommen, weil, wie gesagt, also wie ihr seht, wir sind organisatorisch schon ziemlich differenziert aufgestellt, aber inhaltlich, so wenn ich höre, ihr habt alle schon Slogans und ihr wisst schon, was auf euren Plakaten steht und wo ihr die hinhängt, da müssen wir noch ein bisschen nachholen, aber sonst stehen wir da eigentlich schon ziemlich gut. Danke. So, dann lass uns mal 7 Minuten kurz Pause machen und dann weitermachen. Das sehen ein paar Menschen sehr müde aus und nebenan gibt es Kaffee, richtig? Ja, nebenan gibt es Kaffee, Wasser und auch was Kleines zu essen. Damentoilette ist oben, Herrentoilette ist vorne. Feel free. 7 Minuten schafft er, oder?
Okay. Ich habe vorher vergessen zu sagen, ich bin Listenplatz 1 in Mecklenburg-Vorpommern und Uwe ist noch mit Listenplatz 3. Wir haben die Aufstellungsversammlung erst Anfang April gehabt. Wir konnten also noch nicht so ein Konzept erarbeiten. Das haben wir einfach nicht geschafft. Ich sage euch das jetzt so aus dem Stegreif und reiche dann das übersichtlich zum Nachvollziehen, wer ist für was zuständig, reiche ich dann nach. Wir haben, das ist ein Flächenland, dünn besiedelt, also schwierige Ausgangslage. Wir Piraten gibt es in Greifswald, in Stralsund, in Rostock, Schwerin, ein bisschen drumherum auch noch. Also da sind so ein paar Zentren, da ist was los. Dazwischen müssen wir gucken, wie wir da überhaupt wahrgenommen werden können. Also wir bitten, das mache ich gleich mal zu Anfang, um Hilfe aus den angrenzenden Bundesländern und sind natürlich bereit, das Gleiche auch zu machen. Ja, das wird, das ist Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Ja, da so an den Rändern, dass wir da so zusammenarbeiten, weil da wird es bei uns dünn. Wir haben eine Wahlkampfkoordinatorin seit gestern, das ist Dörte, die hat auch Listenplatz 4. Wir haben ein AGÖ, also ein Öffentlichkeitsteam, das funktioniert gut. Wir haben einen Pressesprecher. Was noch schwierig ist, ist, glaube ich, wie koordinieren wir das? Ja, wir sind da noch dabei, Struktur zu entwickeln. Ich bin sehr praktisch veranlagt. Ich habe gesagt, wir treffen uns bei mir jeden Montag, alle, die da mithelfen wollen bei der Wahlbewerbung oder dem Wahlkampf. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Ich mache das jetzt stumpf jeden Montag. Man kann sich per Mumble oder per Skype dazu schalten und wir überlegen einfach, wie wir vorgehen wollen. Genau. Dann, wir sind recht breit aufgestellt. Also genau, das wollte ich noch sagen. Es wäre mir auch ein Anliegen, möglichst viele Nicht-Piraten mit einzubeziehen. Das ist eine Idee, die ich habe. Ich kenne das schon. Ich habe schon mal Direktkandidatur gemacht. Da haben einfach Leute sich angesprochen gefühlt und haben mitgemacht. Die haben auch schon signalisiert, sie werden das wieder tun, auch wenn sie keine Piraten sind, weil ich einfach durch das Thema Grundeinkommen bekannt bin. Das ist eine Idee, die ich habe und die ich auch sinnvoll finde, ne? Dass man viele Leute einlädt, einfach mitzumachen für konkrete Aufgaben. Frei, wer eben Lust hat. Wir sind ein breit aufgestelltes Team, also ich habe das Thema Grundeinkommen. Der zweite ist Nils Lohmann, der ist Internet, Datenschutz, SMV, sehr fit. Dann Uwe, Landwirtschaft, Energie, vielleicht auch Bürgerrechte. Dann Dörte, Familie. Also ich denke, wir sind ein gutes Team, decken ein breites Spektrum ab. Ich kann sagen, ich stehe euch allen für das Thema Grundeinkommen zur Verfügung. Also wenn ihr da eine Aktion machen wollt, ich fahre sowieso für dieses Thema mittlerweile quer durch Deutschland. Ich mache das gerne. Vielleicht kann man auch mal was verbinden. Also ich sage Bescheid, wenn ich wo bin. Genau, Schwerpunkt ist eben bei mir das Grundeinkommen und das macht auch Sinn in unserem Bundesland. Arbeitslosigkeit hoch, viele Hartz-IV-Empfänger, wenig Kaufkraft, große Stagnation. Also da kann man mit diesem Thema Grundeinkommen einfach klar machen, das ist wirklich ein Mittel, dass alle wieder teilnehmen können an der Gesellschaft. Also das stößt auf großes Interesse. Also wir werden zentral das Thema Grundeinkommen setzen in dieser Wahlbewerbung. Ich habe auch Termine, weil ich eben schon lange für das Thema Grundeinkommen arbeite, so ähnlich wie bei Anke. Ich werde angefragt, teilweise das letzte war ein kleines Bildungsprojekt, wo ich dann sage, ja, da ging es um das Thema Arbeit. Das nächste größere ist der Kirchentag, Utopie trifft politische Realität. Da sitze ich mit Claudia Roth auf dem Podium. Was mir auffällt, in unserem Landesverband können wir solche Termine, die ich ja schon länger immer wieder habe, sehr schlecht nutzen. Da sind wir ein bisschen ratlos, ne? Also wir müssen die Sachen eigentlich nicht selber erschaffen. Man könnte sagen, da ist ein Termin, guckt mal, dass es passiert. Also das klappt bei uns noch nicht so gut. Genau, was war mir noch wichtig? Ich denke,
Wenn man das Thema Grundeinkommen thematisieren möchte, finde ich, ist unser Programm sehr gut schon. Also diese gesamtgesellschaftliche Diskussion befördern, das ist das, was ich tue. Ich komme nicht mit Modellen, ich komme nicht mit Rechnungen, sondern ich spreche mit Leuten. Wie findet ihr das? Habt ihr schon davon gehört? Was kann es für euch bedeuten? Also auf einer sehr normalen Ebene. Nicht als Wissenschaftlerin, sondern als Bürgerin mache ich das. Ich kann auch vermitteln, dadurch, dass ich ja durch diese Online-Petition in die Politik gerutscht bin, mitmachen lohnt sich. Das bringt was. Internet habe ich auch erst dadurch kennengelernt. Also ich bin da nicht so fit wie du zum Beispiel. Ja. Aber ich habe gelernt, was ich brauche und ich nutze es für Vernetzung und Demokratie. Ich bin sehr gut vernetzt in die Bürgerbewegung Grundeinkommen hinein. Da kennen mich sehr viele. Ich weiß noch nicht, wie wir das thematisieren werden, vielleicht bundesweit oder zusammen, dass vielleicht sich dann doch etliche dazu entschließen könnten, Piraten zu wählen, weil ich habe da, ich glaube mir schon, ja, die kennen mich einfach und vertrauen mir. Und dann hilft beim Thema Grundeinkommen auch immer noch ein Blick in die Schweiz. Die haben jetzt 100.000 Unterschriften und machen eine Volksinitiative. Sie sammeln noch 30.000 mehr, weil es sind immer welche ungültig. Und wenn das durch ist, und das ist im Oktober und davor ist es dann schon absehbar, also da kann man gucken, Schweiz bestimmt selbst, dass sie über Grundeinkommen abstimmen möchte. Die Schweizer sind sehr gut organisiert, haben eine tolle Online-Kampagne, kann man sich mal abgucken. Dann ist eine große Grundeinkommensdemo am 14.09. in Berlin. Da haben wir Piraten auch die Unterstützung sozusagen ausgesprochen. Also nicht vergessen, da kann man was machen zum Thema Grundeinkommen. Ja, das war das eigentlich. Und diese ganzen Namen und Daten, wer da bei uns was macht, das liefere ich euch dann nach. Das konnte ich einfach vorher nicht machen. Hast du vielleicht noch was zu sagen? Also ich denke, wir sollten im Wahlkampf Themen ansprechen, die andere Parteien, die sich Oppositionsparteien nennen, nicht mehr ansprechen. Vielleicht ansprechen, aber nicht so in der Weise verfolgen und praktisch umsetzen, wie es im Interesse der Öffentlichkeit wäre und wie es überhaupt angesagt ist anhand der ganzen Krisensituation in dieser Gesellschaft. Also ich würde zwei Punkte thematisieren oder schlage vor, diese zu thematisieren. Das ist die Kontrolle der großen Banken im Sinne der Geldeinlagen der Bevölkerung. Und das sind die steigenden Energiepreise. Also hier Thematisierung Energiewende. Ich schlage hier konkret vor, also ich probiere das jetzt im Nordosten, in unserem Terrain und in meinem Wahlkreis. Wie kann man Energieversorgung, Energieumwandlung bevölkerungsgerecht, öffentlichkeitsgerecht in den einzelnen Kommunen dezentral durchführen? Also das heißt, wie können Städte und Gemeinden und kleinere Städte auf dem Lande mit den dort massiv vorhandenen Ressourcen an Sonnenenergie und umwandelten Energien eigene kommunale Kraftwerke herstellen, die im Interesse und zum wirtschaftlichen Nutzen der Bevölkerung dort installiert werden. Das geht also von Solar-Windenergie und anderen Umwandlern bis hin später zu Speichereinheiten, Wasserstoff, Methan- und Propanherstellung, eigenen Tankstellen, Kraftstoffherstellung und so weiter, wo also durch die Kommunen selber und im Sinne des öffentlichen wirtschaftlichen Interesses neue wirtschaftliche und Einkommenswege gegangen werden sollten. Ich denke, dass man hier bei der Öffentlichkeit ziemlich starkes Interesse finden kann. Und ich denke, wir sollten auch uns überlegen, welche dieser Parteien, wo wir Stimmen holen können. Zum Beispiel bei uns im Nordosten oder überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern ist das vor allem die sogenannte Linke, die eigentlich keine linke Partei ist, die jetzt den agrarischen Großgrundbesitz vertritt, die linke Themen besetzt, wie Beendigung der Atomspaltung, aber in Wirklichkeit die Großgrundbesitzer, die großen Flächenbesitzer, was ihre ehemaligen Genossen sind, vertritt
und auch in den Verwaltungen immer noch die alten Strukturen bestehen lässt und Interesse am Bestand dieser Strukturen hat. Wenn wir dieses aufzeigen, dass diese Themen, auch die ökologischen Themen bei den Grünen, nicht mehr verfolgt werden, denke ich, können wir Interesse und Wahlkampfzuspruch, wieder Zuspruch gewinnen. Ja, ich muss doch nochmal auf unseren Kommunalwahlkampf eingehen. Am 26. Mai sind Kommunalwahlen, das heißt, wir stecken in der Endphase. Wir haben nicht so lächerliche Gemeindeanzahlen wie Baden-Württemberg. Wir haben 1.126 Gemeinden. Was natürlich... Nein, hatten wir nicht, nein. Was natürlich unter anderem zum Beispiel zur Folge hat, jede Gemeinde hat eigene Regeln zur Plakatierung. Es bringt uns an den Wahnsinn im Moment. Aber es hat auch zwei Effekte. Wir haben von etwas über 1.000 Mitgliedern im Lande es immerhin geschafft, in 9 von 15 Wahlkreisen anzutreten mit ungefähr 170 Direktkandidaten. Das ist schon eine ganz schöne Leistung. Natürlich sind da auch manchmal die Ehefrau und der Bruder mitrekrutiert worden als Direktkandidat, was greifbar war, aber das bleibt uns gar nicht anders übrig, weil das Wahlsystem ist so, dass die Stimmen, das Stimmenpotenzial nur voll ausgeschöpft werden kann, wenn wirklich flächendeckend angetreten wird. Das hat aber auch einen Effekt, die Kommunalwahl, dass die, die jetzt aktiv sind, ein Großteil, wir haben ja keine 5%-Klausel bei der Kommunalwahl, dass die jetzt aktiv sind und auf den Listen für die Kommunalwahl und für die Kreisparlamente stehen, natürlich dann nach dem 26. September auch für andere Aufgaben wegfallen. Also wir rechnen damit in den neuen Kreisen, dass doch irgendwo die ersten 2, 3 von der Liste ziehen werden und die Kreistage einziehen werden. Bei 3-4% könnte das schon gelingen. Das heißt aber auch, dass irgendwie 25 aktive Piraten erstmal in Kreistagsparlamenten gebunden sein werden. Ich erzähle es deswegen so ausführlich, weil dadurch die Organisationsstruktur bei uns natürlich jetzt konzentriert ist, voll auf den Kommunalwahlkampf und es von daher noch keine Organisationsstruktur für den Bundestagswahlkampf gibt. Nach dem 26. werden sich die bestehenden Strukturen auflösen und wir werden neue bilden müssen. Es gibt schon so ein Team Öffentlichkeitsarbeit, es gibt einen Ansatz für ein Team für die Verwaltung, natürlich die Vorbereitung eingebunden in die ganzen Bundesaktivitäten. Das ist aber alles nur im Ansatz bisher vorhanden. Wir werden da erst ab 1. Juni durchstarten können. Allerdings haben wir dann den Vorteil, einen Wahlkampf schon mal sozusagen zur Übung hinter uns zu haben. Inwieweit dieser Kommunalwahlkampf ein Test sein kann, so ein Stimmungstest für die Piratenlage insgesamt, muss man abwarten. Auf jeden Fall wollen wir beweisen, und das, glaube ich, können wir auch beweisen, dass Piraten auch kommunalpolitikfähig sind. Und das wird, glaube ich, ein ganz gutes Signal dann auch ins Land hinaus sein. Im Bundeswahlkampf selber, interessieren die Bürger natürlich die Themen, die auf Bundesebene entschieden werden oder wo der Bund im Grunde genommen die Finger drin hat, auch auf Landesebene. Und das sind auch Themen, die wir sicherlich aufgreifen werden. Das sind in Schleswig-Holstein zurzeit 3 große Infrastrukturthemen im Bereich des Verkehrs. Das ist die Fehmarn-Belt-Querung. Ein Milliardengrab, was ansteht, das ist der Weiterbau der A20 mit der angedachten Elbquerung bei Glückstadt, auch ein Milliardengrab, und das ist der Ausbau des Nordostseekanals, werdet ihr verfolgt haben, ebenfalls ein Milliardenprojekt mit dem Neubau der Schleusen in Brunsbüttel und Kiel und dem Kanalausbau auf weiten Strecken. Also das wird sicherlich Thema sein. Im Bereich der Infrastruktur gerade ein Thema, 380 KV-Leitung, Stromautobahnen an der Westküste, 80 Kilometer, ist ein Riesenthema, zusammenhängend Ausbau der Windkraft.
im Bereich der Landwirtschaft genmanipulierte Lebensmittel, genmanipuliertes Saatgut, eines unserer Kernthemen, Biogasanlagen und die damit verbundene Vermeisung der Landschaft ist ein großes Thema. Zum Stichwort Landwirtschaft kann man nur sagen, wir haben auch eine sehr engagierte Kandidatin, die sitzt auf Platz 4, auch in der Bundes-AG Landwirtschaft, Birgit Piepkas. Bei den Landwirten stoßen wir sowas auf offene Ohren, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist unglaublich. Was wir da für ein Klientel haben, gerade auch bei den jungen Landwirten, die voll eigentlich im Grunde genommen das unterstützen, was wir machen. Also kann ich nur raten, Landwirtschaft nicht ganz zu vernachlässigen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Bereich Konversion ist bei uns ein großes Thema im Moment und die damit auch zusammenhängende Schaffung von bezahlbarem Wohnraum überall. Da müsste man sich dann auch mit Hamburg nochmal zusammentun, weil das im Hamburger Umland natürlich auch ein Thema sein wird. Bezahlbarer Wohnraum betrifft für uns, das wäre auch so ein Thema, was Mecklenburg-Vorpommern auch betrifft, im Tourismusbereich, dort sind, also Elmo kann das zu Sylt gerne sagen, ist nahezu unmöglich für Einheimische überhaupt Wohnungen zu finden, weil die Preise explodieren. Also hier etwas zu tun, ist dann ein großes Anliegen von uns auch. All diese Themen, ich habe sie ein bisschen ausführlicher aufgelistet, sind natürlich Themen, Stichwort Bürgerbeteiligung, Stichwort Kontrolle, gerade bei den großen Verkehrsprojekten, wo wir uns einbringen können im Bereich Transparenz. Elmo tingelt durchs Land mit einem Vortrag zu Bürgerbeteiligung, Bürgerrechte und unseren Kern- und Grundthemen. Was die einzelnen Kandidaten jetzt vorhaben und machen wollen, kann ich jetzt so im Einzelnen noch nicht sagen. Die Schwerpunkte, wie gesagt, bei Birgit ist Landwirtschaft. Ich selbst habe vor, nicht so sehr die Menschen auf mich zukommen zu lassen, sondern ich möchte hingehen zu den Menschen. Das sieht dann so aus, das kann Betriebsbesichtigung sein, das kann ein Besuch beim Betriebsrat sein, das kann Besuch sein bei der Lotsenvereinigung des Nordostseekanals, das können Besuche sein in landwirtschaftlichen Betrieben, einfach auch, um mich zu informieren und sozusagen zu sehen, wo vor Ort der Schuh drückt. Und nicht nur die Menschen sozusagen zu unseren Veranstaltungen kommen zu lassen oder zu unseren Infoständen kommen zu lassen, sondern sie dort abholen, wo sie leben und arbeiten. Das finde ich, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. So viel vielleicht erstmal. Machen wir weiter mit vielleicht Thüringen oder Sachsen oder so? Möchte jemand? Wollt ihr euch einfach... Fange ich mal an. Thüringen. Die Lage in Thüringen sieht so aus, wir sind ein Flächenland, relativ kleiner Landesverband. Wir haben ungefähr 650 Mitglieder, wir haben 9 Kreisverbände, das heißt, es gibt in einigen Kreisen KVs und einigen nicht. Die Aktiven, ich habe es im Kopf, also wenn ich sie brauche, sage ich dir Bescheid. Genau. Wir haben eine Aktivenquote von je nach Ort 10-20%. Und ich glaube, ich nehme doch mal die Präsentation. Na? Ja, er will nicht ganz so, wie er soll. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Okay, ich mache es im Kopf. Und wir haben derzeit einige... Probleme mit den Ressourcen. Das heißt, es gab in der letzten Zeit, nachdem der neue Landesvorstand gewählt wurde, gab es Ausschreibungen, zum Beispiel für die Position des Pressesprechers, für Wahlkampforgan, Wahlkampfstrategie, und es gab nicht mal Bewerber. Das führt dazu, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren müssen. Große Sprünge sind nicht möglich. Und infolgedessen sind wir auch bei vielen Sachen, was die Planung angeht, auch noch am Anfang. Generell ist es so, wir haben eine Liste gewählt. Die Liste wird derzeit aber noch vom Bundesschiedsgericht angefochten. Ich hoffe, dass da bald ein Urteil geben wird, dass wir Klarheit haben, ob die Liste so steht oder ob wir da was wiederholen müssen. Wir haben, es ist da gerade zu sehen, in einigen Wahlkreisen Direktkandidaten gewählt. Einige Wahlkreise sind noch offen. Wir hoffen, dass wir in allen Wahlkreisen Direktkandidaten aufstellen können. Das hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie da jeweils die Interessentenlage ist, wer sich da zur Wahl stellen wollen würde. Generell ist es so,
Wir haben von den Leuten, die als Kandidaten zur Verfügung stehen, relativ breit gefächertes Kompetenzfeld. Ich hatte ja eben zu mir schon ein bisschen was erzählt, da werde ich gleich auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was so meine Gedanken zum Thema sind. Auf Platz 2 ist Bernd. Bernd hat auch ziemlich viel Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere mit Web 2.0-Anwendungen und hat sich neben den Kernthemen halt auch aus so Themen wie Umwelt, Energiepolitik und Bauen und Verkehr spezialisiert. Wir haben Leute bei uns dabei, die das BGE sehr gut vertreten können, die Bildungspolitik sehr gut vertreten können. Also von den Themen her sind wir gut aufgestellt. Und was wir planen, ist erstmal die Basics. Das bedeutet, wir wollen plakatieren und wir wollen auch in den ländlichen Gebieten plakatieren. Das heißt, nicht nur in den großen Zentren, wo wir auf viele Leute zurückgreifen können. Das heißt, wir hoffen, dass wir in den großen Kreisverbänden genügend Energieaktivisten und Freiwillige zusammenbekommen, um eben auch zu organisieren, dass man Touren durch die Dörfer macht, um da einzelne Plakate aufzuhängen. Wir wollen flächendeckende Infostände machen, jeweils auch mit Präsenz der Kandidaten, damit wirklich Ansprechpartner vor Ort sind, mit denen die Leute sprechen können. Und es gibt jetzt schon Anfragen hinsichtlich Vorträgen und Podiumsdiskussionen an Kandidaten. Das heißt, da sind wir gerade überlegen, wie wir das organisieren, dass wir sicherstellen können, dass alle Anfragen bedient werden. Der Kontakt zu den Leuten bei uns läuft entweder über den Vorstand oder über mich direkt. Oder es gibt auch eine Mailingliste für die AG Wahlkampf. Das ist wahlkampf@listen.pirat-thüringen.de. Und ich habe eben in meiner Vorstellung ja schon gesagt, dass ich so einen Bogen sehe zwischen verschiedenen Themen, die wir bei uns im Programm haben. Sowohl zwischen den sogenannten Kernthemen, den Bürgerrechtsthemen und den, was damit zu tun hat, aber auch mit den Teilhabethemen. Und ich denke halt, dass die zusammen ein Ganzes bilden und dass man im Grunde mit den Punkten, die wir jetzt schon im Programm stehen haben, zu jeder Frage, die einem gestellt wird, eine vernünftige Antwort ableiten kann. Und ich denke, dass es sinnvoll ist, und das ist auch das, was ich versuchen werde im Wahlkampf, dass man rausgeht und wirklich mit Vereinen, mit Stiftungen, mit allen möglichen Leuten redet, um genau das zu kommunizieren. Also derzeit gibt es Anfragen vom DGB, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, vom Verein Geschiedene Frauen e.V., die zum Rentensystem Fragen haben und ähnliche Sachen. Was mir persönlich auffällt, interessanterweise, ist, dass ein Großteil der Anfragen, die gerade schon reinkommen, sich aufs Thema Sozialpolitik und Rente beziehen. Und mein Ziel bei dieser ganzen Sache, wie kommuniziert man das, was wir wollen im Wahlkampf, ist, zu kommunizieren, dass die Dinge zusammengehören, dass sie ein Ganzes ergeben, dass wir die Politik, die derzeit überall passiert, eben nicht alternativlos ist, auch wenn man den Eindruck gewinnen könnte, wenn man sich anguckt, dass sich nichts ändert, egal welche Regierung am Ruder ist. Und ganz wichtig, dass unsere Forderungen, auch wenn sie ja teilweise belächelt werden, was so die Drogen- und Suchtpolitik angeht oder das BGE oder der fahrscheinlose Nahverkehr, dass sie eben keine Utopien sind, sondern dass sie nicht nur realistisch und umsetzbar sind, sondern dass wir sogar diejenigen sind, die Studien, die es in den jeweiligen Bereichen gibt, auf ihrer Seite haben. Und dass der Grund, warum andere Parteien das nicht so sehen, im Grunde nur der ist, dass diese alte Sichtweise noch einen ziemlichen Moment und eine ziemliche Geschwindigkeit hat. Aber bei vielen Themen sind wir die mit den Argumenten. Und das muss man auch so vertreten, denke ich. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Ziel ist, aus der Filterblase rauszukommen, dass man eben wirklich auch mit Leuten spricht, die vielleicht nicht zum Kernwählerklientel gehören. Ansonsten, ich freue mich, euch kennenzulernen. Es sind ein paar bekannte Gesichter dabei, aber auch ein Haufen Leute, die ich noch nicht so gut kenne. Von daher, ich freue mich hier auf die 2 Tage. Danke. Also wer noch nicht war, ist ein guter Stichpunkt. Wir Sachsen waren nämlich noch nicht, denn 2009 haben wir nicht an der Bundestagswahl teilgenommen. Das ist ein...
ein Epic Fail ist das. Umso mehr wollen wir jetzt kämpfen, um das wieder gut zu machen, das wieder reinzuholen. Und momentan sieht es ganz gut aus. Wir sind in Sachsen bei 4% laut den letzten Umfragen. Ist aber allerdings nicht unbedingt unser Erfolg, also indirekt vielleicht schon, aber wir haben große Ziele. Wir wollen auch sozusagen eins der wirklichen Zugpferde sein hier in der Bundesrepublik. Wir sind ein Flächenland, das muss man klar so sagen, mit 3 Leuchttürmen, einmal Dresden, Leipzig, Chemnitz. Die Bevölkerung ist sehr konservativ in verschiedene Richtungen. Es gibt nicht wirklich Alternativen und da können wir also wirklich Punkte und gut machen. Wir können uns richtig reinhängen, wir können unsere Themen vermitteln. Wir haben also eine ganz gute Ausgangsposition zu den Strukturen. Wir haben vor, in jedem Wahlkreis 2 Koordinatoren aufzustellen, das haben wir schon gemacht, was nicht die Kandidaten sind, die dann in einem großen Gremium zusammenarbeiten und die Verbindung halten zu dem Landeskoordinator. Der Landeskoordinator ist der Marc Neiss, Listenkandidat 3, bei dem läuft dann alles zusammen. Das heißt, wir haben schon eine Struktur, wie wir uns das vorstellen. Wir werden einen Bottom-up-Ansatz wählen. Das heißt, die Kreisverbände werden den Wahlkampf ziehen und ziehen müssen auch. Das können sie auch. Und dabei setzen wir auf so eine Art Ausstrahlungseffekte. Die großen Städte haben ja, sage ich mal, mehr Personal, mehr Möglichkeiten, unterstützen dann jeweilig das Umland. Beispiel Leipzig unterstützt das Leipziger Umland, Dresden, Sächsische Schweiz aus Erzgebirge, Meißen und so weiter, um da auch in die Fläche zu kommen. Dazu haben wir uns vorgestellt, dass wir so eine Art mobile Teams haben, die dann auch noch unterstützen können, jeweils wo Bedarf ist und dann auch angefordert werden können von den, ja, Kreisverbände, die Probleme haben. Diese Teams können auch nach Bayern punktuell sozusagen dort unterstützen. Und das nächste ist, wir versuchen uns zu vernetzen mit den tschechischen und polnischen Piraten. Wir planen jetzt schon ein Treffen, PP hoch 3, also 3 Piratenparteien, da wir quasi in der Ecke wohnen, wo wir das einfach herstellen wollen, mit dem Ziel langfristig, dass vielleicht beide erstmal uns unterstützen, wir dann aber auch in Zukunft die Tschechen und die polnischen Piraten, weil es einfach eine gute Verbindung ist und die sind auch sehr, sehr stark und gut organisiert. Die polnischen befinden sich noch im Aufbau, aber in Tschechien, die haben ja auch Erfolge jetzt schon erzielt und erzielen die weiter. Zu dem Ansatz, wir planen einen kombinierten sozusagen Online-Offline-Kampagne und zwar immer auch von dem kommunalpolitischen Hintergrund. In Dresden haben wir jetzt mit der Operation Ponyhof schon zwei Versuche gestartet, um das mal zu testen, wie funktioniert das. Man macht Dinge, die die Menschen ansprechen, zum Beispiel in Dresden soll eine Straße zur Stadtautobahn ausgebaut werden und gleichzeitig hast du halt ein Online-Portal, wo wir auch dieses Versprechen, politisch aktiv zu werden, gleich einlösen wollen. Und diese Verknüpfung wollen wir herstellen, um quasi auf unsere Stärke zurückzugehen und das ist eigentlich auch online, weil das kostet uns nichts. Und beim Thema Kosten komme ich noch gleich drauf, da haben wir halt die größten Probleme mit. Ziel ist es, in der heißen Phase in der Landesgeschäftsstelle so eine Art 24-Stunden-Stream laufen zu lassen, wo man die Kandidaten befragen kann über das Netz, wo man Anfragen stellen kann, wo in den Werkstätten Piraten ihre Ideen auch mal vorstellen oder Bürger vorbeikommen und oder wo Teile vom Wahlprogramm noch mal genauer beleuchtet werden, um eben sozusagen auch vielleicht Nachtschwärmer oder wie auch immer einfach reinklicken und da ist was los. Wir haben eine Art Wahlkampfzentrale auf der K13 in Dresden, ist unsere Landesgeschäftsstelle. In der K52, also in der nächsten Straße, also in derselben Straße, haben wir schon eine Zentrale, die werden wir auch bemannen und dort können wir quasi Dinge lagern, alles koordinieren. Die wurde uns kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also das sieht ganz gut aus. Zu den Kosten, wir haben jetzt 20.000 Euro für ganz Sachsen. Und viel mehr wird es auch nicht werden. Das heißt, es ist relativ wenig, wenn man sieht, dass der CDU-Kandidat in Leipzig alleine für Leipzig 50.000 hatte, quasi in der Portokasse. Wir müssen also auch sozusagen auf Plakate setzen, beziehungsweise einfach Aktivität, dass wir auf die Dörfer kommen. Gut, zu den Kandidaten. Caro ist nicht hier, Caro wird aber auf dem nächsten Treffen sein. Da wird sie sich nochmal vorstellen und ihre Schwerpunkte darstellen. Marc, wie gesagt, ist der Koordinator. Ich werde 2 Dinge versuchen und zwar 2 Gruppen, die wir ansprechen können. Zum einen sind das die Soldaten. Ist erstmal eine ungewöhnliche Gruppe, denkt man vielleicht. Aber die letzte Umfrage des Deutschen Bundeswehrverbands hat ergeben, dass sich über 70% des Führungspersonals nicht verstehen, was gerade mit der Bundeswehr vor sich geht. Dass sich viele sozusagen völlig ohnmächtig fühlen und dass sie im Prinzip auch keine Möglichkeit haben, irgendwie aktiv zu werden. Das heißt, diese Gruppe kann man ansprechen und die andere große Gruppe ist die Friedensbewegung, um dort auch Verbindungen zu erzielen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Kontakte habt, wie auch immer, stehe ich gerne zur Verfügung und springe da ein oder bei Plänen oder was auch immer, um da zu diskutieren oder mit teilzunehmen oder wenn ihr Infos braucht. Insgesamt, wie gesagt, haben wir einen sehr, sehr aktiven Landesvorstand. Wir haben eine super Kandidatenliste und wir hoffen in Sachsen sozusagen euch mitzuziehen, dass wir hier im Bund erfolgreich sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, dann sage ich mal was zum Saarland. Saarland ist ein, auch wenn man es vielleicht aus der Entfernung nicht glauben mag, Flächenland. Wir haben mit 1 Million Einwohner allerdings weniger Einwohner als so mancher Stadtstaat. Wir haben knapp 500 Mitglieder, die sich halt auf 6 wirklich auch gegründete Kreisverbände verteilen. Unsere Kreisverbände sind bis auf einen, der faktisch tot ist, wo wir nochmal gucken müssen, ob wir den wiederbeleben können. Die anderen 5 Kreisverbände sind sehr selbstbewusst. Das heißt, bei uns wird auch Wahlkampf nicht so funktionieren können, dass wir auf Landesebene sagen, so machen wir den, sondern auf Landesebene sagen wir, wie können wir dafür sorgen, dass ihr Kreisverbände vernünftigen Bundestagswahlkampf macht. Dazu gibt es dann in jedem Kreisverband jemand, der für den Wahlkampf als Koordinator in dem KV zuständig ist. Wir haben auf Landesebene den Wanderpiraten als Koordinator eben für diese Kreisverbände. Der heißt bürgerlich Christian Groß und grundsätzlich, wenn man Leute erreichen will, bei uns vorname.nachname@piratenpartei-saarland.de. Das gilt für alle Kandidaten und für alle, die irgendwie Jobs innehaben, die irgendwie wichtig sein könnten. Ja, also das ist so das, was bei uns von der Struktur her existiert. Also wir haben diesen einen Koordinator, der auch gerne gewünscht wird. Wir haben eine Kandidatenliste, kandidaten@piratenpartei-saarland.de, wobei das aufgrund 1 Million Einwohner, wenn man das mal durchrechnet, so ist, dass wir realistisch maximal einen Sitz im Bundestag bekommen werden. Wenn wir gerade nur die 5% bundesweit holen, haben wir vom Saarland überhaupt keinen. Bei 6% wäre es einer. Wir müssten 18% holen, damit es 2 werden. Bei allem Optimismus. entsprechend ist es dann so, dass bei uns die Presse, wenn sie denn mal mit uns redet, das ist mit einem Monopolisten, Saarbrücker Zeitung fürs gesamte Saarland, sehr schwierig. Wir tauchen deutlich besser im Saartext, im Videotext des Saarländischen Rundfunks auf und erreichen damit besser die Leute als über die Saarbrücker Zeitung. Das geht auch unserer Fraktion im Landtag so. Aber wenn die Presse denn mal über uns was berichten will, dann bin ich als der Listenplatz 1 der am interessantesten ist natürlich. Die weiteren Listenplätze spielen dann nicht mehr so wirklich medial eine Rolle, leider. Was wir vom Wahlkampf her planen, ist, dass wir erstmal wirklich die Basics hinkriegen wollen. Das heißt, wir wollen versuchen, auch in die kleinen Orte zu kommen. Wir wollen versuchen, dass der starke Kreisverband von der Landeshauptstadt Saarbrücken den einen fast toten Kreisverband unterstützt und da die Plakatierung übernimmt. Und dass wir eben viele Plakate auch viel in die kleinen Dörfer verteilen, dass wir möglichst viel auch dann Flyer verteilen. Wir möchten einen Landesflyer machen, der sich anlehnt an die Kampagne, die bundesweit ja geplant wird und wo wir dann bestimmte Slogans haben und wo wir versuchen wollen, diese Slogans mit einem, das wird auch von Leuten aus dem Saarland transportiert, verbinden wollen. Also sowas Leute wie wir, normale Leute in den Bundestag, normale Leute vertreten und dann aber eben nicht einfach nur wählt diesen Kopf, sondern hier ist jemand aus dem Saarland und der sagt dir jetzt folgende piratische Botschaft. Weil wir gemerkt haben, auch von unserem Wahlkampf zum Landtag, dass das im Saarland sehr gut funktioniert, dass man diesen Bezug zu Leuten von hier darstellt. Entsprechend, wie gesagt, ein eigener Flyer, den wir möglichst flächendeckend verteilen wollen, Infostände mit Kandidaten. Da ist es so, dass ich als Listenplatz 1 bewusst auch dann nicht gleichzeitig Direktkandidat bin, dass ich dann eben durchs gesamte Saarland hin und her fahre, wohingegen dann die Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis an den Infoständen sind und wo wir auch die Presse vorher informieren wollen, da steht jetzt auch ein Kandidat mit am Infostand. Das hat neulich tatsächlich sogar mal geklappt, dass dann Journalisten vorbeigekommen sind, um sich genau das anzugucken. Und
das ist was, was mit relativ wenig Effort möglich ist. Das sind wirklich diese Sachen, wo man mit 50 bis 75 Aktiven, von denen viele aktiv sind, eher in Richtung Kommunalpolitik, in den Kreisverbänden, in den Struktur der Kreisverbände, also wo wir froh sind, wenn wir das alles hinkriegen im Wahlkampf, wenn wir dann on top es schaffen sollten, tatsächlich irgendwie eigene Veranstaltungen zu machen oder sowas, das wäre klasse, aber wir sind im Moment dabei, wirklich diese Basics hinzukriegen. Hallo, ich bin Sandra aus Sachsen-Anhalt. Ich war vorhin bei der Vorstellung nicht dabei, sorry. Wir wollten direkt vor der Tür parken und haben eine Stunde rumgekurft, dass wir den Parkplatz haben. Ich bin Listenplatz 1 in Sachsen-Anhalt. Wir haben eine absolut geile Liste. Wir sind 9 absolut individuelle Charaktere auf unserer Liste. Wir haben es geschafft, irgendwo thematisch jeden einzubeziehen. Das heißt, wir haben auf allen Plätzen Menschen, die voll hinter ihren Themen stehen, die voll irgendwo auch zum Wahlkampf stehen und wirklich mitziehen wollen. Das finde ich total wichtig und ich habe mich total gefreut, dass wir diese Liste zusammengestellt haben. Wir dachten, wenn wir die Liste haben, wird alles gut. Ist natürlich nicht so. Wir machen das jetzt auch mit den Strukturen, was ich hier schon öfter gehört habe. Wir haben seit Mitte letzten Jahres ein Orga-Team, Bundestagswahlkampf, LSA-Orga. Wir haben ganz viele Kleinigkeiten gemacht. Wir sind mit den Plakaten weiter. Das ändern wir jetzt nochmal. Wir wollen weniger Plakate machen, weil wir nicht genug Aufhänger haben, also Menschen, die Plakate aufhängen können. Wäre also blöd, wenn wir zu viele bestellen. Wir haben Themenmonate, das haben wir uns als Gruppe angefangen zu überlegen, haben dann alle mit einbezogen, haben LQFB-Abstimmung gemacht, passt auf Leute, wir wollen Themenflyer machen für jeden Monat ein Thema, wollen das repräsentieren, wollen Infostände dazu machen. Das kam richtig toll an als Idee. Die Umsetzung ist momentan etwas schwierig und ich weiß nicht, jeder, der mit der SG Gestaltung in Verbindung steht, danke, 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 danke SG Gestaltung, dass ihr uns so unterstützt, weil no way. Wir würden es alleine nicht stemmen können, die Ideen umzusetzen, die wir haben. Und es ist ganz toll, dass wir auf Bundesebene ein Team haben, was Orga macht, auch wenn das vielleicht momentan nicht so aktiv läuft. Nein, es waren 4 Stunden Sitzung Donnerstag, ich war nicht da, ich wollte es mir nicht antun. Es ist so, dass wir aktuell gucken, dass wir die Struktur haben, jemand, der sich ums Internet kümmert. Das heißt, dass wir einheitlich versuchen, auch aufzutreten. Wir haben aktuell strukturell in Sachsen-Anhalt das Problem, dass wir unstrukturiert sind. Ich finde das schön, aber man merkt halt im Alltag, ich brauche einen Ansprechpartner. Ich würde euch jetzt auch gerne Ansprechpartner nennen. Wir haben in Sachsen-Anhalt die Anne und den Lenny. Die sind auch beide auf Listenplätzen. Die Anne macht seit letztem Jahr total hart Orga, ist komplett vernetzt, auch mit der Bundeswahlkampf-Orga, PG, versucht da alle Informationen ranzukriegen, ist komplett ausgelastet. Der Lenny ist der mit den Visionen. Also Lenny ist vertritt Commons und sagt, okay, Teilhabe und wir müssen das leben, wir müssen das leben, Leute, wir müssen das leben. Er hat ganz tolle Ideen für einen Wahlkampf. Wir haben uns letzte Woche getroffen. Wir wollen, dass unser Wahlkampf Spaß macht. Weil ich meine, hallo, wofür stehen wir? Wir stehen nicht dafür, dass wir irgendwelche Themen erklären und alle uns zuhören sollen. Wir stehen dafür, dass wir sagen, passt auf, engagiert euch. Jeder Einzelne, engagiert euch, lasst uns zusammen die Gesellschaft verändern, lasst uns zusammen was bewegen und macht es mit uns, weil wir sind bereit, wir wollen mit allen zusammen die Welt verändern. Und ich glaube, das müssen wir auch im Wahlkampf leben. Und ich kann nicht dastehen und sagen, okay, wir haben jetzt die Struktur, wir machen das jetzt so, so, so. Nein, wir müssen alle selber komplett motiviert sein, Wahlkampf zu machen, motiviert sein, Infostände zu machen, auf Podiumsdiskussionen immer jemanden da zu haben. Und es geht nicht darum, dass wir die Fachexperten sind. Es geht darum, dass wir zeigen, hallo, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin individuell, ich weiß nicht alles, ich habe nicht jede Statistik im Kopf. Ich möchte einfach nur mit euch die Gesellschaft verändern und ist zum Beispiel ein ganz guter Punkt. Also Podiumsdiskussion, ich finde das ganz schrecklich, wenn wir andere Parteien bashen, weil irgendwie da stehen Menschen dahinter. Und das machen wir untereinander manchmal auch. Und dann gucke ich in unser Grundsatzprogramm und dann geht es darum, dass wir alle teilhaben lassen. Und dann merke ich ja, irgendwie leben wir das nicht immer. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das leben, dass wir im Wahlkampf so leben, wie wir auch die Welt verändern wollen und das repräsentieren, was wir verändern wollen. Wir müssen einfach authentisch sein, weil wir sind die, die die Welt ändern wollen. Wir sind die, die alle teilhaben lassen wollen. Und ich glaube, das ist verdammt wichtig, dass wir das auch so umsetzen im Wahlkampf und auch mitmachen lassen. Jeder, der sich einbringen möchte.
darum, dieses Unstrukturierte in Sachsen-Anhalt, was nicht ganz so gut klappt. Aber wir arbeiten an den Strukturen. Ja, was kann ich noch sagen? Ich habe jetzt ziemlich viel. Ja, die Themenmonate hatte ich. Öffentliche Wirksamkeit, das ist verdammt wichtig. Es geht nicht darum, dass wir im stillen Kämmerlein irgendwelche Flyer ausarbeiten, die dann nicht unters Volk kommen. Wir müssen die auch verteilen. Plakate aufhängen, sind wir jetzt dran. Ja, oh, ich kriege so einen Schläge, das muss ich sagen. Also es ist so, wir hatten letzte Woche die Idee, wir werden eine Kernthemenkonferenz machen. Ich weiß nicht, ob die jetzt in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg oder so entsteht. Da sind wir seit einer Woche dran. Wir haben ein riesengroßes Pad. Wir haben schon ganz viele Menschen, die sich eingetragen haben, die sich zurückgemeldet haben, die alle mitmachen wollen. Wir wissen auch nicht, ob das ein oder zwei Tage geht. Aber wir sind hochmotiviert und ich möchte bitte, 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 wenn ihr auch alle wenig Zeit habt, weil wir müssen Wahlkampf machen, ja, eine Kernthemenkonferenz ist Wahlkampf. Und ja, damit schaffen wir Aufmerksamkeit, weil wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern mit den Inhalten und alle irgendwo da einbringen möchten. Ja, das habe ich auch. Jetzt bin ich fertig. So, Rheinland-Pfalz noch. Gut, dann mache ich erstmal eine kleine Bestandsaufnahme zu Rheinland-Pfalz. Also wir sind auch ein Bundesland mit vielen ländlichen Regionen. Wir haben auch 2306 Gemeinden. Dementsprechend möchten die Piraten dort vor Ort auch gerne mit kommunalen Themenpunkten, also die Piraten in Regionen, wo es nicht viel aktive Helfer gibt, wo es, wenn du bis zur nächsten Stadt teilweise eine Stunde Busfahrt hast, die möchten gerne mit regionalen Themenpunkten, um so ihre Aufmerksamkeit dort zu steigern. Wir haben eine Pressearbeit, die momentan leider noch stark ausbaufähig ist. Also das ist etwas, was bei uns gar nicht gut läuft. Wir haben sehr wenig Aktive. Wenn sich wer meldet, sind das meistens immer dieselben Personen. Also auch unsere Arbeit ist auf wenigen Schultern verteilt. Und um das ein bisschen auszugleichen, haben wir Themen- und Jobseiten, wo sich die Leute eben eintragen können, was sie gerne machen würden. Wir haben unsere Kandidaten, die sich für ihre Themenbereiche eintragen, um so eventuell auch für Podiumsdiskussionen oder sonstiges Helfer zu suchen, wo man unterstützt werden kann oder vielleicht auch mal eine Podiumsdiskussion an wen anders abzugeben zum Thema, wo man gar keine Ahnung von hat. Wir haben alle 15 Direktkandidaten aufgestellt mittlerweile, also wir haben 15 Wahlkreise in Rheinland-Pfalz, dementsprechend sind alle aufgestellt und der Großteil ist auch schon vorläufig mängelfrei bestätigt. Und wir hatten ein Brainstorming-Treffen und ein Barcamp in letzter Zeit, wo es auch um die Bundestagswahl ging. Viel Konkretes ist da jetzt dabei aber leider noch nicht bei rausgekommen. Was dabei rausgekommen ist eigentlich nur, dass wir gerne die Aufmerksamkeit durch Aktionen bekommen würden. Ein ausgearbeitetes Konzept und Slogan haben wir bisher noch nicht. Ja, was ich gerne als Spitzenkandidat machen würde, ist den Finger in die Wunde legen, dort nachfragen, wo die anderen Parteien bei uns aufhören. Wir haben bei uns in Rheinland-Pfalz viel Hinterzimmer, viel Gemauschel, gerade in den Landtag haben wir es jetzt mit Nürburgring und etc. alles gesehen. Das geht bis in die Kommunalparlamente so, wo auch Oppositionsparteien einfach abnicken, weil sie ja dann die Aufsichtsräte, die Posten bekommen oder einen beigeordneten Posten oder was auch immer. Da bin ich gerade gegen unsere Stadt vom Verwaltungsgericht, um da mal ein paar Informationen über die Dienstwagen unserer Stadtführung zu bekommen. Und durch so Dinge eben kann man bei uns viel regionale Aufmerksamkeit erzeugen. Da stürzen sich die Zeitungen drauf wie noch was, weil das macht irgendwie keine andere Partei bei uns, dann mal nachzufragen. Das möchte ich gerne machen und dementsprechend auch die Piraten in den anderen Regionen Rheinland-Pfalz, wo es nicht viel Aktive gibt, zu unterstützen, weil ich denke, die Medien bei uns, wenn da ein Spitzenkandidat kommt, ist es halt für die immer noch was anderes, wie wenn da sich ein Pirat an den Infostand stellt. Ist zwar eigentlich unsinnig, aber es mögen die so. Ich weiß nicht, ob Claudia noch was zu ihren Themen erzählen mag, was sie gerne machen mag. Ja, nochmal genauer zu meinen Themen. Ich hatte gesagt Umwelt und Soziales. Das heißt, gerade beim Thema Soziales geht es da eher um die atypischen Beschäftigungen, also Minijobs, Zeitverträge, Leiharbeit und solche Sachen. Da haben wir bei uns in der Region auch eine ziemlich breite Abdeckung mit solchen Jobs. Dafür interessiere ich mich und dafür setze ich mich auch ein. Also das ist so ein Thema von mir.
Und eben auch gerade bei Umweltthemen, das ist bei uns auch gerade sehr groß. Wir haben, bei uns steht gerade die Planung vom Nationalpark an. Wir haben ganz viel mit Windkraft.